Liebe Kolleginnen und Kollegen, in Partnerschaft mit der Deutschen Gesellschaft für Nephrologie, der Österreichischen Gesellschaft für Nephrologie und der Société Francophone de Nephrologie, Dialyse et Transplantation begrüßt Sie Markus at Home von Nordost nach Südwest aus Leipzig, Frankfurt, Kaiserslautern und Saarbrücken, um mit Ihnen als akademischer Jahresstart im Januar 2024 zurückzublicken auf die in unseren Augen wichtigsten Studien zur Kardiologie und Lipidologie aus dem Jahr 2023. Wir, das sind als Gast zum zweiten Mal bei Markus at Home, Privatdozentin Janine Pöss aus Leipzig, als Co-Gastgeber unsere beiden Markus at Home Kardiologen, Professor Stefan Schirmer, Professor Florian Kustodis aus Kaiserslautern und Saarbrücken, die unsere Top 12 präsentieren werden zu dritt. Mitgewählt haben noch als Nephrologen mit großem Herz für die Kardiologie Dr. Insa Emmerich aus Homburg und ich, Gunnar Heine aus Frankfurt, der aufpassen wird, dass unsere drei Kardiologen heute im Zeitplan bleiben werden. Wie wir gewählt haben, habe ich vor 2 Wochen kurz erklärt. Wir starten deshalb direkt mit Platz 11, der zweimal vergeben ist. Florian. Ja, wir starten heute Abend mit einer britischen Studie. Britischen Studie, das muss man dazu sagen, weil sie wirklich sehr pragmatisch britisch ist und sich anschließt an die, vielleicht kann man sagen, Mutterstudie Orbiter 1. Orbiter 2, eine Studie, die vor einigen Monaten im New England Journal publiziert wurde, auf dem AHA Kongress primär präsentiert wurde. Worum geht es? Es geht um eine klinisch sehr, sehr alltägliche und einfache Therapiesituation. Es sind Menschen mit stabiler Angina pectoris, die wir ja, das wissen wir aus zahlreichen Untersuchungen, nicht prognostisch relevant behandeln können mittels einer Stent-Angioplastie. Die Frage daher ist eine symptomatische Behandlung oder führt eine symptomatische Behandlung mittels einer Stent-Angioplastie auch in der Folge zu einer geringeren Symptomlast, wenn man das Ganze ähnlich wie in Orbiter 1 placebo-kontrolliert macht. Also das heißt, eine PCI und eine sogenannte Sham-PCI oder Schein-PCI-Gruppe miteinander vergleicht. Einschlusskriterien, das waren Patientinnen und Patienten mit stabiler Angina pectoris. Die mussten eine angiografisch oder CT-grafisch relevante Koronarstenose aufweisen und einen positiven Ischämienachweis mitbringen. Im Vorfeld und im Rahmen der Koronarangiografie wurden alle Patienten einer invasiven hämodynamischen Messung unterzogen. Zwei Studienarme, 151 versus 150 Patienten. Was waren das für Patienten? Die waren im Schnitt 65 Jahre alt, vorwiegend männlich. Das waren Menschen mit einem CCS-Symptomstadium Römisch 2. Und was meiner Meinung nach ein interessanter Punkt ist, bei Studieneinschluss hatten in beiden Gruppen oder beide Gruppen im Mittel bereits seit 8 Monaten Beschwerden. Auch nochmal ein Aspekt, ein möglicherweise vielleicht mit britisch zu terminierender Aspekt, der vorsichtig gesagt möglicherweise der britischen klinischen Realität entspricht. Koronarmorphologisch waren das im Wesentlichen Patienten mit einer Eingefäßerkrankung, wobei in der Mehrzahl der Fälle die LAD betroffen war. Und Sie sehen hier, das kann man unten sehen, rot markiert die invasive Hämodynamik, IFR oder FFR. Alle Patienten wurden dieser Messung unterzogen und man sieht hier, dass das relativ oder was heißt das wirklich relevante Ischämie vorlag. Was die Autoren gemacht haben, möchte ich Ihnen gerade mal zeigen. In der Publikation sind die Koronarangiogramme aller Patienten und Patientinnen abgebildet und
das ist sehr interessant, wenn man sich das mal betrachtet. Ich habe mal hier Patienten 1 bis 10 einfach exemplarisch mal abgebildet. Wenn man sich die Läsionen ansieht, die hier diesem Studienregime randomisiert unterzogen wurden, so sind hier wirklich hochgradige koronare Läsionen randomisiert worden. Hier Stenose hochproximal der LAD, wo dem einen oder anderen interventionellen Kardiologen sicherlich etwas unwohl wird, wenn man sich überlegt, dass man das unter Studienbedingungen einer SHEM-PCI unterzieht. Der primäre Endpunkt war die Last an Symptomen, die Last an Angina pectoris. Das wurde interessanterweise sehr, sehr akribisch mittels einer App nachverfolgt. Die Patienten mussten sehr, sehr engmaschig ihre Symptomlast dokumentieren. Weitere Parameter, die untersucht wurden, die Zeit bis zur Ischämie auf dem Ergometer und dann hier rechts abgebildet noch einmal die CCS-Klassifikation, das heißt die Symptomschwere vor der Randomisierung und im Verlauf. Unterm Strich, was ist das primäre Ergebnis? Eine PCI, eine Stent-Angioplastie, ist einer SHEM-PCI, einer Schein-PCI deutlich überlegen. Nicht mehr, nicht weniger zeigt diese Studie, unterstreicht oder beziehungsweise unterstützt eigentlich das in unseren Breiten gängige Konzept, dass wir Patienten mit stabiler Angina pectoris in dem Wissen, dass wir die Symptomlast und letzten Endes Lebensqualität verbessern, auch dieser Therapie unterziehen. Keine Informationen erhalten wir in dieser Studie, das war auch nicht Sinn und Zweck und auch nicht spezifisch angelegt, über prognostische Daten. Also es geht hier rein um die Frage, hilft der Stent zur Verringerung der Symptomlast? Wir hatten es im November schon diskutiert mit Stefan, mit Nikos Werner aus Trier. Deshalb, Janine, vielleicht ganz kurze Frage an dich. Ändert das euer Vorgehen in Leipzig als jetzt einem der ganz, ganz, ganz großen deutschen Zentren? Hat die Studie für euch einen Effekt? Eigentlich nicht, zumindest nicht für die Patienten, die klare Symptome haben, wenn sie auf den Tisch kommen. Natürlich finde ich habe die Diskussion von euch jetzt nicht gehört, aber muss man schon abwägen, was für einen Patienten man vor sich hat und was für eine Stenose man vor sich hat und wie das Risiko dieses Eingriffs ist und muss das gegeneinander abwägen. Was man ja schließlich zeigt, ist, dass man theoretisch eine Alternative hat, eine wichtige Alternative auch zu die anginösen Therapie. Und letztlich, wenn das eine sehr komplexe Intervention ist und ein betagter Patient, kann man durchaus auch sagen, man therapiert antianginös. Allerdings bei dem symptomatischen Patienten mit einer gut behandelbaren Läsion würden wir weiterhin behandeln. Machen wir gleich weiter mit dem zweiten Platz, 11, Budapest. Eine Studie zur Schrittmachertherapie, die auf dem Kongress der Europäischen Gesellschaft für Kardiologie Anfang September präsentiert wurde und im European Heart Journal in der Folge publiziert wurde. Meiner Meinung nach eine ganz relevante Frage. Grundsituation ist die Frage, ob ein Upgrade auf ein CRT-System bei Menschen mit einer HFrEF, also Herzinsuffizienz mit hochgradig reduzierter Pumpfunktion, die mit einem Schrittmacher versorgt wurden und relevant hoch stimuliert werden müssen. Ob die im Hinblick auf Endpunkte wie Mortalität und herzinsuffizienzbezogene Endpunkte profitieren. Das ist ja etwas, was in Schrittmacherambulanzen oftmals zutage tritt. Das heißt, Patienten mit einer systolischen Herzinsuffizienz mit einem Device, zum Beispiel einem ICD, wo in der Folge im Rahmen der Kontrollen sich rauskristallisiert, dass ein relativ hoher Stimulationsbedarf da ist, von dem wir ja wissen im Prinzip, dass er in der Folge zu einer weiteren Verschlechterung der linksventrikulären Pumpfunktion führen wird. Also es ist ein bekanntes klinisches Problem, was bislang mit einer nicht sehr breiten Datenlage untersucht war. Das heißt, die Frage, soll man und wann soll man diese Patienten upgraden mit einem CRT oder auch CRTD-System, war bislang nicht gut untersucht.
Also pragmatische Studie, klinisch relevante Fragestellungen, Einschlusskriterium, Patient mit einer HEFREF, mit einem einliegenden Aggregat, Schrittmacher oder ICD, mit einem rechtsventrikulären Stimulationsbedarf von mindestens 20%. Und es war gefordert, dass die QRS-Breite unter Stimulation größer als 150 Millisekunden sein sollte. Zwei Endpunkte, primär Mortalität, Hospitalisierung aufgrund einer Herzinsuffizienz oder ein echokardiografisch basierter Endpunkt, nämlich die Reduktion des linksventrikulär endsystolischen Volumens. Das heißt, zwei Gruppen. Eine Gruppe, im Grunde die Kontrollgruppe, wo die Situation so belassen wurde, wie sie war, versus CRTD-Upgrade. Relativ klares Ergebnis, primärer Endpunkt, dieses Composite aus Tod, Heart Failure, Hospitalization oder Reduktion des endsystolischen Volumens, signifikant besser, signifikant vermindert in der Gruppe, die frühzeitig mit einem CRTD-System aufgerüstet wurden. Auch der sekundäre Endpunkt relevant vermindert. Man kann dann noch sehen, dass auch isoliert das echokardiografische, diese echokardiografische Parameter besser war, beziehungsweise eine größere Reduktion des LVESV vorlag in der Gruppe der CRTD-Patienten. Kann man natürlich diskutieren, ob so ein Endpunkt interessant ist. Ich finde das ganz spannend, das zu korrelieren mit diesen prognostischen Daten. Unterm Strich hilft uns diese Studie, glaube ich, deutlich weiter. Und aus meiner Perspektive wird sie auch in die Leitlinie, Eingang in die Leitlinie finden und diesen Patienten, bevor es zu einer weiteren Verschlechterung stimulationsbedingt kommt, hier helfen, die Prognose zu verbessern. Da muss ich als Nephrologe jetzt auch direkt noch eine Frage an euch drei stellen. Diese Hazard Ratio von 72% weniger, ist das nicht too nice to be true? Schaffe ich es wirklich, mit einer solchen Modifikation eine 72-prozentige Reduktion auf harte Endpunkte zu erreichen, wo wir bei medikamentösen Interventionen bei 15% plus minus sind? Weiß nicht, ich meine... ganz verblindet war das nicht, glaube ich. Nee, das war nicht verblindet. Das war auch die also sicherlich ein Punkt. Der Kritikpunkt oder ein Kritikpunkt. Ne? Open Label und dann, weiß nicht, ich weiß auch nicht, also ich finde es auch sensationell, ich sehe das wie du, dass wir das mehr machen sollten und dass es in Leitlinien Einzug nehmen wird. Die spannende Frage wird natürlich sein, wenn sich sowas wie Left Bundle Branch Pacing mehr durchsetzt. Ne? Man sollte natürlich, eigentlich sind das alles alte Patienten oder alte Schrittmacher, die da implantiert sind oder Leute, die hinterher schlecht geworden sind. Weil wenn man jetzt das gute moderne Medizin macht, wird man ja versuchen, hochseptal die ventrikuläre Sonde oder ein Left Bundle Branch. Und dann mag das schon wieder anders aussehen. Also so die Älteren, wo dann die Sonde in die Spitze vom rechten Ventrikel geknallt ist und das ist asynchron wie nur was unter Stimulation, dann kann man sich das vorstellen. Das ist eigentlich heute nicht mehr State of the Art, wird aber noch gemacht. Also ich glaube, das wird eine Rolle spielen, wie man den normalen Zweikammer-Schrittmacher implantiert. Aber seht ihr das klinisch? Ich habe davon keine Ahnung. Seht ihr das klinisch, dass wenn das durchgeführt wird, dass sich die Menschen dann wirklich so substanziell verbessern? Also klinisch sehen wir das. Je breiter der QRS-Komplex, umso besser ist die Response. Natürlich nicht quantifizierbar jetzt oder nicht quantifiziert wie in dem Fall hier, aber wir sehen das durchaus. Nicht bei allen, aber es gibt richtig gute Patienten, die eine richtig gute Response haben auf so ein System. Gut, Platz 10. Kontroverse Studie mit kontroversen Ergebnissen. Die hatten wir dreimal in diesem Jahr in verschiedenen Videos diskutiert gehabt. Unter anderem mit dem Principal Investigator HeartFit. Also geht weiter mit Eisentherapie in der Herzinsuffizienz, wie schon angekündigt, mehrfach diskutiert. Das ist die größte Studie jetzt gewesen im Herbst diesen Jahres, HeartFit. Es geht immer um HEFREF, Herzinsuffizienz mit reduzierter Ejektionsfraktion, EF unter 40% und hier über 3000 Patienten und mit der klassischen, in der Herzinsuffizienz gültigen Definition des Eisenmangels, nämlich entweder ein Ferritin unter 100 Nanogramm pro Milliliter oder eine Transferinsättigung unter 20%, wenn das Ferritin unter 300 ist. So ist der Eisenmangel definiert. Gute Baseline-Vorbehandlung. Und was man hier gemacht hat in einem klassischen ja, Herzinsuffizienz-Kollektiv eigentlich von überwiegend stabiler NYHA-2 bis 3 Situation und immerhin einem NT-pro-BNP-Median von ungefähr 1500
Pikogramm pro Milliliter. Man hat randomisiert und hat dann als primären Endpunkt, und das macht es auch so diskussionswürdig, glaube ich, und so schwierig für uns in der Interpretation, erstmal so eine Win-Ratio wieder gemacht, beziehungsweise ein hierarchisches Testen, wo man als ersten Endpunkt den Gesamttod, nicht kardiovaskulär, sondern Gesamttod, dann als zweites die Herzinsuffizienz, Hospitalisierung, als drittes die Verbesserung in der Gehstrecke genommen hat und hat dann solche Win-Ratios gebildet. Also man sucht immer Patient und Patient, und wenn die gleich gut waren, gleich schlecht, dann sind diese Ties, diese Unentschieden, eine Runde weitergegangen. Oder es gab eben eine Gewinne auf der einen oder anderen Seite. So, bei den Todesfällen gab es tatsächlich ein Signal für die Eisensubstitution mit einer Win-Ratio von 1,2. Bei der Herzinsuffizienz-Hospitalisierung überhaupt nicht 1,00. Und bei der 6-Minuten-Gehstrecke eine leichte Verbesserung. Wobei, wenn man da reinguckt, da sprechen wir hier von 8 Metern mehr an Gehstrecke versus 4 Metern. Also das sind ganz, ganz geringe Effekte. Und wenn man den klassischen Herzinsuffizienz Endpunkt, nämlich kardiovaskulärer Tod oder Herzinsuffizienzhospitalisierung, erste Herzinsuffizienzhospitalisierung, also der Endpunkt, den wir aus allen medikamentösen, sonstigen medikamentösen Herzinsuffizienzstudien kennen, zugrunde legt, dann sieht man hier die Kaplan-Meier-Kurven völlig übereinander laufen. Und da muss man eigentlich sagen, wenn man es kritisch sieht, neutrale Studie. Dann gab es einige Dinge natürlich, die zur Diskussion angeregt haben, weil wir vorher zumindest was Lebensqualität angeht, Quality of Life, Gehstrecke, Belastung, die alle günstige Signale hatten, aber eben dieser harte Endpunkt gefehlt hat. Wir sehen hier diesen 6-Minuten-Gehtest nach 6 Monaten, also gut verbessert. Und dann glich sich das, Entschuldigung, nach 12 Monaten wieder an. Wichtig zu erwähnen, in Heartfit hat man nach 6 Monaten neu geguckt, besteht ein Eisenmangel fort und hat durchaus nochmal nachsubstituiert, eben wieder Eisen gegeben. Das ist ein wichtiger Punkt. Und was in der abschließenden und weiteren Diskussion immer wieder erwähnt wird, ist die Frage, gibt es jetzt eine Subgruppe, die profitiert? Das war hier in der Tendenz so, dass es die Patientinnen und Patienten waren mit ischämischer Kardiomyopathie, mehr als die DCM oder nicht ischämische Kardiomyopathie. Und es gibt ein gewisses Signal dazu, dass insbesondere, wenn die Transferinsättigung unter 20% war, dass dann eher ein Benefit da war. Das waren hier nur 40% der Patienten. Es gab dann zufällig direkt im Anschluss eine Meta-Analyse zu dem Thema Eisen. Wir haben das hier alles diskutiert. Meta-Analyse nur aus der Eisenkarboximaltose-Welt. Es gab ja noch eine weitere Analyse, den Ironman auch hier diskutiert, zu einem etwas anderen Eisenpräparat. Hier mit Eisenkarboximaltose, wenn man alles zusammenwirft, aber Heartfit macht den größten Anteil aus, dann bekommt man hier ein positives Signal für einen Endpunkt Gesamthospitalisationen und kardiovaskulärer Tod, also Gesamtherzinsuffizienz, kardiovaskuläre Hospitalisation. Und wenn man die Herzinsuffizienzhospitalisation und den kardiovaskulären Death zusammennimmt, ist es schon nicht mehr signifikant. Also man sieht, schwieriges Thema. Es ist nicht abgeschlossen, es läuft, das haben wir besprochen, ja noch eine federführend deutsche Studie, FAIR-HF2, wo man übrigens genau diese Untergruppen jetzt versucht, so ein bisschen nochmal herauszukitzeln in den letzten Monaten des Einflusses. Die Studie ist übrigens gestoppt jetzt, was den Einfluss angeht, und läuft jetzt im Follow-up auch zu Ende mit dem Ziel, eben vor allen Dingen diese Transferinsättigung unter 20% und die ischämische Kardiomyopathie rauszukitzeln. Das ist so das, was man überall hört, das könnte den größten Effekt haben. Was meint ihr dazu? Gestoppt nur, Stefan, weil die geplante Anzahl von Patienten... Ja. Also ist einfach fertig eingeschlossen und rekrutiert. Gestoppt ist der falsche Ausdruck. Also wir machen selber mit, daher weiß ich das. Und da war jetzt Ende. Wir dürfen nicht weiter einschließen. Ich gebe am Ende des Jahres 2023 weniger intravenöses Eisen als zu Beginn des Jahres 2023. Jetzt nicht nur im Kontext der Herzinsuffizienz, auch im Kontext der Menschen, die wir ja häufiger sehen, chronisch Nierenkranke, noch nicht Dialysepflichtige, bei Dialysepatienten ganz klar, da ist das weiter gesetzt, da haben wir die Daten. Aber ich muss sagen, wir haben jetzt 3 Studien und alle 3 Studien haben ihren primären Endpunkt verfehlt. Wie macht ihr es in Leipzig, Janine? Spielt das im klinischen Stationsalltag eine Rolle am Herzzentrum? Ja, ich habe ja nicht so viel. Bei uns ist ja alles sehr kompartimentalisiert. Ich habe jetzt nicht so viel zu tun außerhalb des Akutbereiches. Ich weiß aber, dass es auf unserer, wir haben eine Station, die sich federführend um die schweren herzinsuffizienten Patienten kümmert. Und ich weiß, dass es dort und auch in der Herzinsuffizienzambulanz durchaus eine Rolle spielt. Und ich meine, ich glaube, wir können dann auch Diskussionen eröffnen über optimale Endpunkte. Wir haben schon in allen Studien eigentlich ein Signal bezüglich, wie Patienten sich fühlen, wie ihre Belastbarkeit ist, Lebensqualität und so weiter. Die Frage ist, was das bedeutet für Patienten mit einer schweren Herzinsuffizienz.
Deswegen wird es bei uns doch, so wie ich den Einblick habe, doch noch relativ regelmäßig gemacht. Frage ist auch Safety, ne? Ich glaube, problematische Sicherheitssignale haben wir eigentlich nicht, auch wenn es viele pathophysiologische Überlegungen gibt. Und gerade im stationären Setting, wo die Leute schlecht dran sind, will man eigentlich was anbieten. Steigerung der Therapie geht oft bei niedrigem Blutdruck nicht. Und wenn es dann subjektiv hilft, dann. Ja, wichtiger Punkt mit der Safety. Ja. Es fehlt halt weiterhin, und vielleicht wird es ihn nie geben, und auch das haben wir dieses Jahr ja breit diskutiert, die adäquat gepowerte Studie für das orale Eisen. Es gibt eine kleine Studie, die war negativ, aber die ist natürlich nicht vergleichbar mit diesen Meta-Analysen. The argument that oral iron doesn't work is based on the studies from iron out heart failure that peak VO2 did not change in both in placebo versus PO patient, patients who received PO iron. But patients in the lower quartiles of the baseline serum hepcidin, they showed more pronounced increment in TSAT. And also, please remember, there is no evidence that IV iron increases peak VO2. The studies that were, I think it was confirmed heart failure that claimed that's the case, but that's not true. And so there is really no clear evidence that PO iron or oral iron does not work in patients with heart failure. We don't have that. And I want to remind everybody who is listening to this webinar, PO iron or oral iron has not been studied against IV iron. All of these studies, they used IV iron against placebo. The control arm didn't have oral iron. And there are very good oral iron drugs that are coming on the market. That's the physiological way of absorbing iron. It goes into the digestive tract. It binds to transferrin. It's not like you're loading the, you know, the vasculature with a large load of iron in the bloodstream. And there is a study called Ivofer heart failure that is going to compare IV FCM versus oral sucrosomial iron, which appears to be better absorbed. So one around oral iron. So having been the coordinating center for Iron Out, I think it was a well-executed trial with a formulation of oral iron that is commonly used, and it was shown to not improve exercise capacity, or with one hypothesis as to why, related to not actually enhancing iron stores or ability to utilize. So of the of with that specific therapy, we do not have evidence that oral iron works, at least as defined in that trial. And there are certainly other formulations that are being developed and evaluated. So we await those data. But I would say, as a practicing heart failure cardiologist, I agree with Paul, where it's an exciting time for quad therapy in HFrEF. So it's a lot of medications these patients are taking that improve quality of life and clinical outcomes. But still, many of these patients not only are at high risk, but have really poor functional status and quality of life with quad therapy. And we know how common iron deficiency is. So I'm a strong advocate that with the evolving data that we have in this field, realizing, as you note, the complexity of how best to define iron deficiency, whether that should be ferritin agnostic and just focus on TSAT, but thus far, using the parameters as noted and as used in many of these trials, I feel somewhat comfortable identifying iron deficiency and then using IV iron, whether in the hospitalized setting or the outpatient setting, to help patients feel better, function better, and with some suggestions, not only that it's safe, but that may improve clinical outcomes. So, glauben Sie, Herr Böhm, dass das orale Eisen nochmal eine Chance bekommen kann? Wir sagen ja immer, chronische Herzinsuffizienz, chronische Niereninsuffizienz, das funktioniert nicht, aber das waren ja zugegebenermaßen im Vergleich zu diesen sehr großen Outcome-Studien kleine Studien. Es kommen neue Präparate auf den Markt, die vielleicht auch besser resorbiert werden. Glauben Sie, dass die Geschichte fürs orale Eisen nochmal neu getestet wird? Na, ich glaube ehrlich gesagt, also Sie werden ja Folgendes sehen. Also erstmal glaube ich, das ist definitiv vom Tisch, und das ist eine, was wir, wenn wir sowas besprechen hier, der wichtigsten Take-Home-Message, dass Eisen oral nicht wirksam ist, denn man sieht ganz viele Patienten, die mit oralem Eisen kommen, und es ist definitiv nicht wirksam. Dazu gibt es eine wirklich gute prospektive Studie, sehr sorgsam. Und Sie werden sehen, wenn jetzt ein Präparat sagt, es wird besser resorbierbar, wird sich keiner trauen, eine Studie von zwei oralen Eisenpräparaten nebeneinander laufen zu lassen, weil der Optimismus so limitiert ist, dass das funktioniert. Und im Übrigen macht das viel mehr Nebenwirkungen. Es ist viel problematischer,
Sie geben ein Medikament zu möglicherweise 10 weiterhin zu gebenden Medikamenten, was wiederum die Adherenz reduziert. Ich würde gar nicht versuchen, nochmal mit einem oralen Eisen etwas zu machen. Da sind natürlich Eiseninfusionen viel praktischer. Gut, Position 9 ist die einzige Klappenstudie, die wir in unserer Top 12 haben. Ja, die einzige Klappenstudie, die wir oder die es bis zum Ende des Jahres geschafft hat, die Triluminate Pivotal Studie. Vielleicht die Studie mit dem zum aktuellen Zeitpunkt vielleicht oder wichtigsten Bezug zum klinischen Alltag. Worum geht's? Es geht um Menschen mit hochgradiger Tricuspidalinsuffizienz. Das ist ja an Akutkrankenhäusern und nicht nur da. Und meiner Meinung nach an spezialisierten Zentren natürlich und aber auch in der Basisversorgung ein immer wichtiger oder immer ein gewichtigeres Problem. Patientinnen und Patienten werden immer älter und damit auch werden wir häufiger mit diesem Klappenvizium konfrontiert. Bereits längerfristig gibt es ja eine katheterbasierte Behandlung, TEER, also der sogenannte Edge-to-Edge-Repair mittels eines Clip-Systems, was wir natürlich für die Mitralklappe schon etwas länger kennen und was bereits aber auch schon längerfristig für die Tricuspidalklappe im Einsatz ist. Hier wurden Patienten eingeschlossen mit einer hochgradigen Tricuspidalinsuffizienz, die möglichst optimal behandelt sein sollten. Ein systolischer pulmonalarterieller Druck kleiner 70 war eine Voraussetzung. Die mussten ein mindestens intermediäres OP-Risiko haben, mindestens NYHA2 sein und die Pumpfunktion systolisch größer 20%. Ein kombinierter Endpunkt mit Mortalität, mit der Frage, ob die Patientinnen und Patienten im Verlauf operiert werden mussten. Herzinsuffizienz, Hospitalisierung und Quality of Life waren die wesentlichen Faktoren. Was waren das für Patienten? Das ist meiner Meinung nach ganz interessant zu betrachten, weil es, aber das können wir auch diskutieren, diese Studie nicht die klinische Realität widerspiegelt. Die Patienten waren relativ alt, fast 80, muss man sagen. Die waren mehrheitlich weiblich. Das muss man sagen, subjektiv meine primäre Wahrnehmung, möglicherweise ist das in der klinischen Realität auch so. Aber die waren relativ moderat koerkrankt. Also wir sehen nur knapp ein Drittel in beiden Gruppen mit einer chronischen Nierenerkrankung, mit sehr wenig Menschen mit Lebererkrankung. Und meiner Meinung nach nur sehr wenige Menschen, die im Jahr vor Randomisierung im Krankenhaus waren. Und jeder kennt Patientinnen und Patienten, die übers Jahr verteilt häufig zugewiesen werden müssen, häufig akut aufgenommen werden müssen aufgrund einer akuten Dekompensation mit einer vorrangig bestehenden Tricuspidalinsuffizienz, glomeruläre Filtrationsrate, GFR, 55 in beiden Gruppen. Das muss man sagen, ist im klinischen Alltag nicht der Fall. Die meisten Menschen haben eine deutlich fortgeschrittene Nierenerkrankung. Grundsätzlich war es so, dass das primäre Ergebnis rein technisch, beziehungsweise die Tricuspidalinsuffizienz rein technisch durch die Clip-Therapie signifikant und deutlich verbessert werden konnte. Man sieht das hier mal im Zeitverlauf, Baseline nach 30 Tagen und nach 12 Monaten. In der Clip-Gruppe hier deutlich Reduktion der Tricuspidalinsuffizienz. Und dies ging einher mit einer deutlichen funktionellen Verbesserung hier anhand der NYHA-Klassifikation zum Zeitpunkt 12 Monate mal dargestellt. Der primäre Endpunkt, diese möglicherweise etwas eigentümliche Kombination, positiv. Woran lag das? Das hatte mit Mortalität oder Hospitalisierung primär nichts zu tun, sondern das war sehr, sehr stark getrieben durch diese symptomatische Verbesserung, durch diese funktionelle Verbesserung, die sich letzten Endes durch den KCCQ-Score ausgewertet hier
niedergeschlagen hat. Das heißt, unterm Strich, eine wirksame Therapie für dieses vielleicht unter Studienbedingungen nicht so kranke Kollektiv, wie wir es in der klinischen Realität kennen, für die Frage oder die Frage zu beantworten, was ist die möglicherweise prognostische Relevanz dieser Therapie? Ist es auch hier zu früh? Da muss etwas Zeit ins Land gehen, um die Daten in der Folge sich zu betrachten. Aber abschließend wirksame Therapie und, das habe ich jetzt hier noch nicht gezeigt, auch unterm Strich eine sehr, sehr sichere Therapie, die nur in sehr, sehr wenigen Fällen zu Komplikationen, periinterventionellen Komplikationen oder auch zur Notwendigkeit einer Operation geführt hat. Ist das Device, was eingesetzt wurde, das Device, das ihr jetzt noch benutzt, oder ist man da schon wieder eine Generation weiter? Also das ist das Device der Firma Abbott und soweit ich weiß, ist das noch News. Ich glaube, der Punkt hier ist natürlich generell, die Tricuspidalinsuffizienz kannst du ja mit einer guten Prise Thoracimid immer reduzieren, ne? Immer akut. Und das ist und bleibt eine Symptomtherapie und wird natürlich nicht, also das sind alte Menschen, die sind oft schon lange behandelt. Das muss sicherlich kein Überleben verbessern, das brauchst du überhaupt nicht. Aber das kann durchaus, auch dir wieder, ne? Janine hat es eben angesprochen, das ist durchaus okay, wenn die Leute dann eben nicht mehr alle mehrere Wochen hospitalisiert oder auch im ambulanten Bereich wieder die Diuretikadosis erhöht kriegen müssen, weil es eben jetzt mal einfach so geht und die Luft besser ist und der Pleuraerguss wegbleibt. Den hat man sonst auch mal irgendwie weggekriegt meistens, aber irgendwann eben nicht mehr. Ja. Ich habe witzigerweise gerade, als du vorgetragen hast, Florian, ein Paper gefunden von der Arbeitsgruppe hier Lurz und Herrn Hausleiter, ganz frisch publiziert. Ich habe hier irgendwie geschrieben, 20. November 2023 in JACC Cardiovascular Interventions. Und die haben mal geschaut, inwiefern diese Kriterien wirklich in real world sozusagen zutreffen. Und die Zusammenfassung ist, ohne dass ich jetzt Detail, an 5 Zentren haben sie das gemacht. Und da stand da, von 1.000 Patienten knapp waren nur 54,8 klassifiziert, dass sie eligible wären für Triluminate und die Endpunkte waren auch andere und die kommen zu dem Schluss und das ist wirklich multizentrisch auch geschrieben von den Autoren her, dass das darauf hindeutet, dass die Generalisierbarkeit doch limitiert ist von der Studie und dass wir unbedingt noch andere Studien brauchen. Das ist ja ungefähr das wahrscheinlich, Gunnar, was du eben auch schon angedeutet hast. Andere Studien, die auch kommen werden, gehe ich von aus. Damit wird es ja jetzt nicht zu Ende sein. Wir werden es ja wahrscheinlich bei der anderen Klappen aussehen. Genau. Und auch längere Follow-ups. Ne? Ja. Wie ist das quantitativ bei euch, Janine? Das hatten wir auch das letzte Mal diskutiert. Trier, Saarbrücken, dass das ein größeres fast noch Thema ist als im Bereich der Mitralklappen? Nee, das glaube ich ehrlich gesagt bei uns nicht. Es ist ein relevantes Thema, aber dass es größer ist als die Mitralklappen, das würde ich nicht sagen. Da kenne ich aber die genauen Zahlen nicht. Und der Patient mit der, ist wieder ein Blick des Nephrologen auch, mit der schweren Mitralklappeninsuffizienz und konsekutiv schwere Tricuspidalinsuffizienz, da wird man natürlich zuerst sich entscheiden, ob man die Mitralklappe saniert und dann konsekutiv schauen, was übrig bleibt von der Tricuspidalklappeninsuffizienz und dann entscheiden, ob man einen Schritt weiter geht. Ist das Stand genau. 2024? Genau. Gut, eine Substanzgruppe, von der wir uns, glaube ich, dieses Jahr noch ein bisschen mehr versprochen hatten, als wir dann am Ende des Jahres, zu Beginn des neuesten Jahres wirklich bekommen haben, sind die Faktor 11-Inhibitoren. Und die Studie, die uns da am meisten noch, denke ich, fasziniert hat, ist die Eselia-Studie, Janine. Genau, ja, also wir befinden, gleich ein kleiner Themawechsel, wir befinden uns jetzt im Thema Antikoagulation bei Vorhofflimmern. Hintergrund ist, dass wir wissen, dass es unter den DOACs natürlich auch noch zu signifikanten Blutungsrisiken kommt, sodass es jetzt ein vielversprechendes neues Konzept gibt, der Faktor 11-Inhibition. Und was das so attraktiv macht, beziehungsweise die Theorie dahinter, ist, dass dieser Faktor 11, der letztlich weiter proximal in der Gerinnungskaskade liegt, wahrscheinlich mehr beteiligt ist an einer Entwicklung einer pathologischen Thrombose, also eines stabilen Thrombus, als an der reinen Hämostase, sodass man sich erhofft, dass man durch Inhibierung dieses Faktors die pathologische Thrombusbildung reduziert bei noch erhaltener Hämostase. Und das würde heißen, im besten Falle
verhindert man thrombotische Ereignisse, hat aber nicht so stark erhöhtes Blutungsrisiko wie unter den DOACs. Und das hat man in der Azalea-Timi-71-Studie, die jetzt im AHA vorgestellt wurde, das ist eine Phase 2b-Studie, mit der Substanz Abelacimab untersucht. Das ist letztlich ein humaner monoklonaler Antikörper, der an den Faktor 11 bindet und den letztlich inaktiv belässt. Das heißt, es gibt Faktor 11, Faktor 11a und die aktive Form sozusagen führt auch nur zu dieser Thrombusbildung. Und in der Vorgeschichte wurde 2021 eine Arbeit publiziert, die gezeigt hat, dass diese Substanz effektiv ist zur Prävention venöser Thrombembolien nach einer Kniearthroplastie. Das waren ungefähr 400 Patienten. Und in der Azalea-Timi-71-Studie, wie gesagt, eine Phase 2b-Studie, hat man eben sich primär auf das Blutungsprofil dieser Substanz konzentriert, indem man letztlich drei Gruppen randomisiert hat zu entweder 150 Milligramm Abelacimab subkutan monatlich, 90 Milligramm oder eben Rivaroxaban. Die beiden Abelacimab-Dosierungen waren dabei verblindet. Die Rivaroxaban-Gruppe war Open Label. Und das waren knapp über 1200 Patienten mit Vorhofflimmern und moderat bis hohem Risiko für einen ischämischen Schlaganfall. Links sieht man die nochmal genauer aufgelistet, wie das definiert war. Das waren Patienten größer gleich 55 Jahren mit eben Vorgeschichte eines Vorhofflimmern oder Vorhofflattern mit geplanter Antikoagulation. Und die mussten entweder einen Schatz-Vaskor über 4 haben oder einen Schatz-Vaskor von 3 mit entweder einer geplanten gleichzeitigen Therapie mit Blättchenhämmern oder eben eine eingeschränkte Nierenfunktion. Die Studie wurde an 95 Zentren durchgeführt in 7 Ländern und wie bereits schon gesagt, war der primäre Endpunkt ein Blutungsendpunkt. Das sind die Baseline-Charakteristika der Patienten, etwas über 70 Jahre, 44% weiblich, der CHA2DS2-Score entsprechend der Einschlusskriterien erhöht, im Median 5. Und auch schon 15% der Patienten hatten letztlich stattgehabte Schlaganfälle, 21% eingeschränkte Nierenfunktion. Und was man sehen kann, ist, dass man mit beiden Dosierungen eine deutliche Inhibition des Faktor 11 erreichen konnte, also fast 100%. Jetzt kommen wir zu den Endpunkten. Man sieht im Vergleich zu Rivaroxaban in beiden Gruppen wirklich eine beeindruckende Reduktion von Blutungsereignissen, Hazard Ratio 0,33 und 0,23, also wirklich beeindruckend. Und die Autoren, beziehungsweise derjenige, der das präsentiert hat, fasste das auch nochmal hier zusammen. 67% Reduktion in Major oder klinisch relevanten Non-Major-Blutungen, 74% Reduktion in Major und 93% Reduktion in Major-gastrointestinalen Blutungen. Also wirklich beeindruckende Ergebnisse. Und ja, wir können das vielleicht diskutieren. Letztlich denke ich, muss man auf jeden Fall warten, was die andere Seite der Medaille zeigt, nämlich was wird mit den thrombembolischen Ereignissen sein. Da gibt es gerade eine laufende oder geplante Phase-3-Studie. Da muss man, denke ich, sehen, was die bringen wird. Vor allem vor dem Hintergrund, und ich denke, das habt ihr sicherlich auch schon diskutiert oder gesehen, dass die Oceanic-AF-Studie von Bayer vor kurzem wegen Unterlegenheit von Asundexian, das ist ebenfalls ein Faktor 11-Hämmer im Vergleich zum Kontrollarm, eben abgebrochen wurde. Zumindest der Arm bei Patienten mit Vorhofflimmern. Ja, damit denke ich, wäre ich am Ende und wir können erstmal diskutieren. Ja, spannend. Das ist das Thema, eines der Themen für 2024, glaube ich. Aber wir brauchen diese Efficacy-Daten. Vorher kann man ja nicht viel sagen. Also es gab irgendeinen bösartigen Kommentar, ich habe vergessen von wem, auf hard.org, dass man mit dem Espresso auch nicht mehr Blutungsereignisse kriegt. Also sprich, dass das jetzt nicht blutet, wenn es nicht funktioniert, blutet es nicht. Das ist eigentlich klar, also böse gesagt. Das stimmt natürlich nicht. Ich meine, es gibt ja ein Efficacy-Signal, das in den Phase-2-Studien nicht so schlecht ist. Und, und Oceanic hat ja letzten Endes wirklich die Alternative zum NOAC getestet. Vielleicht diese Sonderpopulationen, das macht ja hier diese Phase-3-Studie mit dem Antikörper, die haben sich ja ein bisschen geschickter rausgesucht, ineligible für Antikoagulation. Ja. Also eigentlich so eine Population, die wir jetzt in Richtung Vorhofflimmerverschluss eigentlich bringen würden. Und dann wird es spannend. Ne? Kann man eigentlich jetzt schon mal drüber nachdenken. Faktor 11 Inhibitor gegen LAA-Okklüse.
Weiß jemand, warum man da so streng war mit den Chet-Wass-Risikofaktoren? Weil wenn diese Espresso-Theorie stimmt, dann hätte man ja lieber die genommen, Stefan, die besonders niedrigen Score haben. Und es waren ja eben dann numerisch doch ein bisschen mehr thrombembolische Ereignisse gewesen. Das war dafür nicht gepowert, ich weiß, aber es waren eben, es ist diese Reduktion der Blutung erkauft worden durch eine numerische Zunahme an thrombembolischen Ereignissen, auch in dieser Isalia-Studie. Na, hoher Chet-Wask ist auch immer hoher Has-Bled, ne? Also du brauchst halt Leute mit Blutungsrisiko und siehst du keine Blutung. GI-Blutungen, ich weiß gar nicht, ob du es gesagt hast, Janine, sind ja keine quasi aufgetreten. Ich glaube 0,1% gegen wie 3%. Also gerade GI-Blutungen sind nicht mehr da. Ne? Das ist schon spannend. Ja, aber letztlich denke ich auch, man muss unglaublich vorsichtig sein, solange man nicht die Efficacy-Daten gesehen hat. Ja, die Aufsplittung hatte ich nicht gezeigt, weil so ein bisschen ich ja limitiert war in der Anzahl der Folien. Aber in der Tat ist deutliche Reduktion, ja. Und warum die Bayer-Substanz gescheitert ist und diese nicht, das weiß auch noch keiner, glaube ich. Da gibt es noch keine pfiffige. Die Bayer ist Phase 3 gewesen, da ging es um Efficacy. Das haben wir für die anderen Daten noch nicht. Und das war eine Interimsanalyse zur Phase 3-Studie bei Asundexian. Denn es wird ja unübersichtlich. Es werden ja so viele verschiedene Substanzen mit so vielen Wirkwegen da auch getestet, dass es wesentlich komplizierter als Pelendurax ist. Gut, Nummer 7. Ziehen wir nach hinten. Nummer 7 ist die NOAA-FNET-Studie. Und viele werden es ahnen, warum wir es nicht zu dieser Position, sondern ein bisschen später diskutieren, sondern kommen direkt zu Nummer 6, DAPA-MI. Stefan. Ja, DAPA-MI, auch vielleicht unerwartet ein bisschen und wir hätten uns das vielleicht ein bisschen anders gewünscht, in der Studie zu SGLT2-Inhibitor in einer weiteren Indikation, nachdem wir Kardiologen den schon fast ins Trinkwasser geben, gut für Herz, gegen Herzinsuffizienz, gegen chronische Nierenerkrankungen, gegen Diabetes. Und jetzt die Indikationstestung nach akutem Myokardinfarkt. Ganz wichtig ist hier, sich das Einschluss genau anzuschauen. Also man hat getestet 10 Milligramm Dapagliflozin gegen Placebo bei 4.000 Patienten, die relativ gesund waren, kein Diabetes mellitus haben sollten und nach Myokardinfarkt immerhin 70% STEMI, 30% NSTEMI eingeschlossen werden konnten, sobald sie in einer Bildgebung eine regionale Wandbewegungsstörung oder eingeschränkte Pumpfunktion hatten. Das ist, wir hatten uns das an anderer Stelle schon mal angeschaut, nicht ganz aus den Studiendaten rauszukriegen, ob das ein Echo einige Tage nach dem Infarktereignis war oder sogar das initiale Levokardiogramm. Also das hätte alles gereicht, solange da ein bisschen Funktionseinschränkung war. Und die mussten, wie gesagt, relativ gesund sein. Kein Diabetes, keine Herzinsuffizienz und auch keine höhergradige Nierenfunktionseinschränkung in der Vergangenheit. Man hat einen klassischen Herzinsuffizienz-Endpunkt primär gewählt, Tod- und Herzinsuffizienz-Hospitalisierung und hat den dann im Verlauf geändert, hier unten links steht es, zu einer Win-Ratio, die wir ja schon kennen und das mehrfach diskutiert. Win-Ratio immer dann, wenn man halt mehrere auch Sub-Endpunkte letzten Endes zusammenfassen kann zu einem primären Endpunkt. Vielleicht auch böse gesagt, um noch ein bisschen was Positives rauszuholen. Das ist das Übersichtsdia dieser Win-Ratio. Da waren also 7 Komponenten. Jetzt mal angefangen, der primäre Endpunkt ist also das Zusammenfassen aller Komponenten. Da gibt es einen Gewinner für das Dapagliflozin. Aber wir sehen mal hier, der erste Komponent war also der Gewichtsverlust mit dem SGLT2-Inhibitor. Wenn man den dann rauslässt, dann sind wir schon bei dieser Win-Ratio von 1,2. Da ist also eine gewisse Verbesserung der NYHA-Klasse da. Gut, Gewichtsverlust, theoretische Wirkung. Wenn man dann einen New-Onset-Diabetes noch dazu zählt, beziehungsweise den weglässt, dann sind wir schließlich und endlich bei den etwas härteren kardiovaskulären Endpunkten. Die sind alle neutral, sodass dann hier die Win-Ratio bröckelt. Und wenn man nur Tod und Hospitalisierung für Herzinsuffizienz nimmt, 1,01 und nur den Gesamttod, sogar in die falsche Richtung der Punktschätze, wobei das sicherlich nicht signifikant ist. Also nur 2 Dias von mir an dieser Stelle. Unterm Strich eine neutrale Studie für dieses Kollektiv. Das heißt, nicht allen Menschen SGLT2-Inhibitor nach Myokardinfarkt geben. Vielleicht als Ausblick, MPACT-MI ist die vergleichbare Studie mit Empagliflozin, die etwas strengere Einschlusskriterien hatte. Da waren nämlich 30% Diabetiker sind eingeschlossen. Und da musste die Ejektionsfraktion, die Daten gibt es schon zur Baseline, da war die Baseline-Ejektionsfraktion 40%. Das heißt, die waren voraussichtlich kränker. Bleibt spannend, was da rauskommt. Das werden wir, glaube ich, nächstes Jahr sehen. Und da ist man bei dem traditionellen Endpunkt geblieben, nach allem, was wir wissen. Ja, da ist man sicher bei dem traditionellen Endpunkt geblieben. Das heißt, die wird entweder neutral oder eben nicht. Dann wird es wieder schwierig. Dann gibt es Subgruppen und gemeinsame Analysen und unterschiedliche Studienkollektive. Um was Positives zu sagen, auch hier, wir haben eine Sicherheit. Ne? Also wir wissen natürlich schon, es schadet dem Patienten nicht. Das heißt,
wenn wir jetzt den SGLT2-Inhibitor drin haben, dann muss ich sicherlich nicht raus nach Herzinfarkt. Keine Sicherheitsbedenken hier bei der Studie. Gehen wir zu einer Studie, die uns absolut überzeugt hat. Platz 5, Step FPEF. Ja, Step FPEF vom ESC, New England Journal, publiziert zu, glaube ich, auch vielleicht dem größten Thema in 2024, Adipositas-Therapie. Und hier ein GLP-1-Agonist, Semaglutid, den muss man, glaube ich, nicht erklären, der steht im Spiegel heutzutage, von dem wir wissen über die günstigen kardiovaskulären Effekte bei Diabetes und Herz-Kreislauf-Erkrankungen und von dem wir auch wissen über die günstigen Effekte auf Gewichtsreduktion. Und jetzt erstmals getestet in einem Herzinsuffizienzkollektiv von adipösen Patienten, also mittlerer BMI 37, Adipositas Grad 2, und HFpEF definiert klassisch wie in den SGLT2-Inhibitor HFpEF-Studien, nämlich Signs and Symptoms, also Dyspnoe im Wesentlichen und erhöhtes BNP, mindestens 300 und 600 bei Vorhofflimmern, wie wir das kennen von HFpEF-Studien. Die Hälfte hatte auch Vorhofflimmern, die wenigsten Patienten hier 3,6% mit SGLT2-Inhibitor vorbehandelt und dann aber hochtitriert den GLP-1-Agonisten bis zur Gewichtsabnahmedosis, Semaglutid 2,4 Milligramm gegen Placebo. Hier nochmal die Details zu den Ein- und Ausschlusskriterien. Und die Endpunkte, ich habe jetzt hier mal die Secondary Endpoints mitgebracht. Der primäre Endpunkt war ein rein klinischer Endpunkt, nämlich Gewichtsabnahme und tatsächlich KCCQ, also Quality of Life Verbesserung, Lebensqualitätsverbesserung, deutlich gebessert, der primäre Endpunkt. Und das fand ich so ein bisschen jetzt nicht so erstaunlich, weil natürlich wir wissen, dass wir mit dem solch Gewicht abnehmen und wenn man irgendwie leichter wird, dann die haben die klassischen 10% Gewicht verloren, die Patienten, dann ist auch die Lebensqualität bzw. die Belastbarkeit besser, aber das in diesem HFpEF-Kollektiv eben nicht gezeigt und die etwas härteren Herzinsuffizienz-Endpunkte, die waren nur sekundär im Studienendpunkt, aber eben auch deutlich verbessert hier. Die 6-Minuten-Gehstrecke, das ist relativ viel tatsächlich. Und dann so ein bisschen explorative Daten, CRP gesunken, signifikant unter dem GLP-1-Agonisten. Und auch hier gibt es so eine Art Win-Ratio-Untersuchung. Das ist nicht der primäre Endpunkt, aber man kann das sich ganz schön angucken, wo man eben die einzelnen Komponenten sieht, die eben dann doch zu der insgesamt deutlichen Überlegenheit hier 60 versus 35 für das Semaglutid geführt haben. Da sind die Lebensqualitätsendpunkte, je nachdem, wie viele Punkte Differenz, natürlich führend, was den Endpunkt angeht, aber man sieht auch so ein bisschen Signal für die härteren Endpunkte. Es gibt eine Sub-Sub-Analyse über die Hospitalisierung, dafür reichen die Patientenzahlen nicht. Ich hatte das nicht erwähnt, wir sprechen hier also von insgesamt gut 500 Patientinnen und Patienten. Das reicht nicht für einen harten Herzinsuffizienzendpunkt, aber der war im Trend gebessert durch das Semaglutid. Und die große Frage bei der Substanz, ja auch in der allgemeinen Bevölkerung, der Laienpresse, ist jetzt, was ist mit der Verträglichkeit? Das ist eben nicht so ganz einfach. Wir haben schon die bekannten circa 8% zusätzliche Adverse Events in der Therapiegruppe im Vergleich zu Placebo, die zu einer Discontinuation, zum Studienabbruch geführt haben. Vorwiegend gastrointestinale Nebenwirkungen, das kennt jeder, der die Substanzen anwendet. Spannend ist immer in so einer Analyse, die Gesamt-Serious Adverse Events waren unter dem Verum, unter dem Semaglutid weniger, weil wir eben weniger, und den Adverse Events zählt ja dann alles. Da zählt auch die Hospitalisierung, da zählen Herzinsuffizienzprobleme dazu. Und die wurden natürlich verringert, sodass wir insgesamt da sogar eine Verbesserung haben hier auf der linken Seite. Cardiac Disorders zum Beispiel, da fiel alles Mögliche daneben, aber eben die gastrointestinalen Nebenwirkungen. Also zum ersten Mal ein Signal, GLP-1-Agonisten auch in der Herzinsuffizienz. Müssen wir neue Herzinsuffizienzleitlinien schon wieder schreiben? Wir haben gerade erst ein Update. Ein Kommentar muss ich jetzt gerade sagen, auch wenn wir nachher noch mal drauf zurückkommen. Es weiß leider, glaube ich, nicht jeder mit diesen gastroenterologischen Nebenwirkungen. Ich habe in den letzten Monaten hier mehrere Patienten stationär gesehen gehabt, aufgenommen wegen neuen gastrointestinalen Symptomen. Die haben neu einen GLP-1-Agonisten und es hat wirklich nicht direkt auf dem Weg vom Hausarzt zu uns auf Station jemand dran gedacht, dass das die Ursache sein könnte. Man pausiert das Medikament oder Dosis reduziert, das sind die beiden Optionen und die Beschwerden sind weg gewesen. Also insofern erstaunlich so ein bisschen dafür, dass diese Nebenwirkungen ja nun wirklich eigentlich ganz eindeutig sind, dass man offenbar eben doch nicht immer dran denkt. Ich meine, ein wichtiger Punkt ist, wenn wir da über Adipositas und Gewichtsabnahme sprechen, die Frage ist, ob das die falsche Terminologie ist. Diese Nebenwirkungen sind ja erwünscht. Und viele sagen auch,
Und so sehe ich es auch ein bisschen, man muss den Patienten vorab, ich kläre ungern über Nebenwirkungen auf, vorab, weil dann kriegt man sie auch. In dem Fall würde ich das explizit sagen und sagen, ein gewisses Völlegefühl, natürlich jetzt nicht Übelkeit, Erbrechen, aber ein gewisses gastrointestinale Nebenwirkungen sind ja erwünscht. Und deswegen nimmt man ja weniger Nahrung zu sich. Und je weniger Nebenwirkungen, desto manchmal ist auch vielleicht eine Wirkung geringer, was die Gewichtsabnahme angeht. Aber es sind ja dann eben auch 10-20% wirklich Übelkeit, Erbrechen, Diarrhoe. Und aufgehört haben dann. Ja. Gut, springen wir zurück zu Position 7, Noah, und dann nach vorne zur Position 4, Florian. Gut, ja, zwei Studien, die ich vorstellen möchte, die auf der einen Seite Fragen vielleicht beantwortet haben, aber unter Umständen auch mehr Fragen offen lassen. Und an der Stelle vielleicht einen kurzen Werbespot in eigener Sache. Um das richtig zu klären, haben wir ja nächste Woche noch die beiden Hauptautoren eingeladen hier zu Markus und die werden es uns hoffentlich in Gänze erklären. Worum geht es? Es geht um die Frage, ob sogenanntes subklinisches Vorhofflimmern, was ist das? Das kannte ich vorher auch nicht. Das ist Vorhofflimmern, was man zum Beispiel im Rahmen einer Device-Abfrage, im Rahmen einer Schrittmacher-Abfrage detektiert. Das sieht dann so aus, man bekommt dann hier so einen Ausdruck und man sieht hier, AR hier in dem Fall kodiert die Vorhofaktivität. Man kann das auch als Atrial High Rate Episode bezeichnen. In beiden Studien, die ich zeigen werde, ist das jeweils unterschiedlich. Elektrophysiologen, die sich richtig gut auskennen, wie Herr Kirchhoff zum Beispiel, sagen, wenn man das sieht, Atrial High Rate Episode, das ist Vorhofflimmern. Das entspricht Vorhofflimmern. Die Frage, die sich natürlich stellt, wenn man sowas detektiert und sowas noch nicht im Oberflächen-EKG oder 12-Kanal-EKG gesehen hat, was soll man machen? Wie soll man sich verhalten? Soll man diese Patientinnen und Patienten antikoagulieren? Die erste Studie, NOAA-AFNET, unter der Erstautorenschaft von Herrn Kirchhoff. Subklinisches Vorhofflimmern im Rahmen einer Device-Abfrage detektiert. Einschlusskriterien, das musste mindestens 6 Minuten, mussten diese Episoden gedauert haben. Und die mussten auch relativ schnell sein. Also diese atriale Frequenz musste mehr als 170 Schläge pro Minuten darstellen. Das wurde alles in einem Core Lab verifiziert. Die Patienten sollten größer, älter als 65 sein und hatten mindestens einen CHA2DS2-Score von 2. Jetzt wurden diese Patienten randomisiert, entweder auf eine Antikoagulation mittels Edoxaban angepasst im Rahmen der klinischen Notwendigkeit oder zu einer Placebo-Kontrolle. ASS war nicht im Gegensatz zur anderen Studie der aktive Comparator, aber war im Rahmen einer klinischen Indikation, wenn indiziert, erlaubt. Ein primärer Endpunkt, Kombination Schlaganfall, systemische Embolie oder kardiovaskulär bedingter Tod und ein sekundärer Sicherheitsendpunkt, eine Blutung oder Tod aufgrund jeglicher Ursache. Die Studie wurde aufgrund von Futility beendet. Jetzt ist das ja immer so ein relativ keulenartiger Begriff. Der wird aber nicht besser, wenn man die Google-Übersetzung sich anguckt. Das habe ich nochmal gemacht. Also sämtliche Übersetzungen von Futility hören sich nicht schön an, ist wirkungslos, ist nutzlos und so weiter. Das heißt, unterm Strich ist es natürlich egal, aber das, wenn man das liest, ist es immer so ein bisschen unschön oder schade. Warum abgebrochen? Aufgrund von Futility, weil es überhaupt keinen Effekt, keine Wirksamkeit im Hinblick auf den primären Endpunkt Schlaganfall, systemische Embolie oder kardiovaskulär bedingten Tod hatte. Das heißt, eine orale Antikoagulation war ohne sinnvollen Nutzen in diesem Studienkollektiv. Was sich aber gezeigt hat, hier rechts dargestellt, dass es
vielleicht erwartungsgemäß zu einer signifikanten Zunahme von Blutungsereignissen kam. Ich habe das hier nochmal an der Zahl nochmal aufgeschlüsselt. Grundsätzlich muss man sagen, dass die Rate an ischämischen Schlaganfällen sehr gering war. Hier im Grunde 1%. Das wurde auch diskutiert. Das war etwas geringer, als man angenommen hatte. Aber auch hier nochmal ohne Wirkung im Hinblick auf den ischämischen Schlaganfall signifikant mehr Blutungen. Tod spielte hier keine signifikante Rolle, aber relevante Blutungen waren hier an der Tagesordnung. Die zweite Studie, Artesia-Studie, aus dem auch multizentrisch, multinational. Herr Healy war hier der Erstautor auf dem vergangenen AHA, präsentiert. Im Grunde selbe Situation. Es war gefordert, dass man bei Device-Trägern, jetzt hier als subklinisches Vorhofflimmern tituliert, nachgewiesen hatte. Und hier die Frage, nicht Edoxaban, aber Antikoagulation mit Apixaban im Rennen im Hinblick auf einen etwas pragmatischer gewählten Endpunkt, nämlich Schlaganfall oder systemische Embolie und einen Sicherheitsauspunkt, einfach kurz und knapp Major Bleeding. Mindestens 6 Minuten sollten diese Episoden dauern. Wenn sie länger dauerten als 24 Stunden, wurden die Patienten im Grunde aus der Studie genommen und einer oralen Antikoagulation zugeführt. Chats Vascore von größer 3. Was interessant ist, im Gegensatz zu Noah, IFNet, hier war in der Vergleichsgruppe zu Apixaban Aspirin. Die Patienten wurden auf Aspirin randomisiert. Jetzt kann man sich fragen, warum ist das so? Das ist deshalb so, weil als die Studie begann, Aspirin in der amerikanischen Leitlinie zum Vorhofflimmern noch enthalten war. Das heißt, man hat da anders als die Europäer bei Patientinnen und Patienten mit Vorhofflimmern und geringem Risiko durchaus noch ASS verwendet und dem auch entsprochen und das auch in der Studie als Vergleichsgruppe zugelassen. Der primäre Endpunkt signifikant reduziert, also Schlaganfall, systemische Embolie, Apixaban hier sehr wirkungsvoll. Die Kehrseite der Medaille, man sieht auch hier das Major Bleeding signifikant häufiger aufgetreten ist. Das hat man sich nicht durch fatale Blutungen erkauft, aber insbesondere hier, wir hatten es eben schon mal angesprochen, gastrointestinale Blutungen deutlich häufiger. Zwei große, wichtige und gut gemachte Endpunktstudien, die Frage natürlich in den Raum stellen, wie man sich jetzt verhält. Wir haben das in den letzten Wochen öfter mal diskutiert und auch alle unsere Gäste gefragt, wie sie sich denn jetzt verhalten. Meiner Meinung nach war es so, dass die meisten, glaube ich, etwas defensiver geworden sind in ihrer Haltung. Die Frage, wenn man es nicht genau weiß, geben möglicherweise Meta-Analysen Aufschluss. Ich glaube, zeitgleich auf dem AHA, diese Meta-Analyse von McIntyre und Kollegen, da waren auch beide Erstautoren der Studien auch mit involviert, hier in Circulation publiziert. Hier nochmal grafisch im Grunde die Studien gegenübergestellt. Wenn man diese Meta-Analyse liest, die zu einem recht einfach gehaltenen Schluss kommt, stellt man sich vielleicht die Frage, ob man alles richtig verstanden hat oder ob vielleicht das statistische Verständnis ein etwas anderes ist. Nämlich die Conclusio ist dieser Meta-Analyse, dass beide Trials konsistent sind. Wenn man zugrunde liegt, dass bei Noah numerisch vielleicht Schlaganfälle reduziert wurden, kann man durchaus zu diesem Schluss kommen. Und die Meta-Analyse rechnet auch nochmal das Risiko auf, also Stroke-Risiko 32% reduziert, aber 62%ige Steigerung
einer Blutungskombination in einem Kollektiv, und das muss man abschließend nochmal sagen, mit einem geringen Schlaganfallrisiko. Ja, in beiden Studien um 1%. Sodass meiner Meinung nach zum jetzigen Zeitpunkt oder für mich aus meiner Warte nicht richtig klipp und klar ist, wie man sich verhalten soll. Das haben wir auch schon diskutiert, ist möglicherweise sinnvoll, vielleicht auch echokardiografische Parameter wie Vorhofgröße sich noch genauer anzuführen. Also ich glaube, in meiner Meinung muss man wahrscheinlich verschiedene andere Kriterien, die diese Patienten mitbringen, noch ins Feld führen, um sich dann abschließend zu überlegen, welche Entscheidung man jetzt letztlich trifft. Eine Meta-Analyse, wo ich in der einen Studie gegen Placebo und in der anderen Studie gegen Aspirin vergleiche, ist natürlich auch nicht ganz unproblematisch, insbesondere wenn ich die Blutung vergleiche. Das kommt noch dazu. Also wenn man beide Studien liest und primär mal, sagen wir auch in dem ersten Lesen, sieht man ja mehr Unterschiede als Gemeinsamkeiten. Und das ist natürlich ein wesentlicher Unterschied. Ne? Also ich bin ganz total gespannt, was die Autoren da nächste Woche uns in unserem Talk dazu sagen. Ich finde, mein ein Punkt ist sicherlich der etwas andere Endpunkt, ne? Auch da mit der Meta-Analyse ganz schwierig. Ne? Also die kardiovaskulären Todesfälle, die eben bei Noah mit dazugezählt haben. Und wenn man sich die absoluten Zahlen, ich glaube, in dieser Grafik, da ist es auch aufgeführt, die absoluten Zahlen anguckt, haben die eben zahlenmäßig den Endpunkt getrieben und waren nicht unterschiedlich. Und die kardiovaskulären Todesfälle waren eben in Artesia als klassischer Schlaganfall systemische Embolie-Studie nicht im Endpunkt enthalten und konnten daher bei einem dann noch größeren Patientenkollektiv vielleicht eher das treiben. Mal sehen. Das andere ist ja auch spannend. Gunnar, wir haben es immer wieder diskutiert. Averroes, alte Apixaban-Studie gegen Aspirin. Keine vermehrten Blutungen unter Apixaban gegen Aspirin, ne? Bei Averroes Vorhofflimmern. Das sieht hier anders aus. Ich habe noch ein kleines Argument, wo wir hier gerade unter uns noch sind. Wir legen ja immer inzwischen sehr viel Wert auf die richtige Abbildung der richtigen Population, die ich einschließe, auf ethnische Diversität, in welchem Land die Studien gemacht werden. Jetzt haben wir eine Studie aus den Vereinigten Staaten und wir haben eine Studie aus der Bundesrepublik Deutschland. Könnte man nicht so ein bisschen jetzt auch sagen, naja, vielleicht bildet dann die NOAA-Studie doch eher die Patienten ab, die ihr in euren Kliniken, in eurer Praxis seht, als die amerikanische Studie? Das ist sehr wahrscheinlich so, ohne jetzt zu wissen, wie die Subgruppen natürlich sind. Und wenn man die multinationale Population in den USA natürlich sieht, wo wir aus verschiedenen anderen Wirkstoffen wissen, dass selbst in USA oder auch USA, Nord-Südamerikas unterschiedliche Spektren und Wirkungsweisen gibt, muss man sich das sicherlich genauer angucken. Aber ich wüsste, ich habe jetzt nicht da diesbezüglich in die Subanalysen geguckt, aber das ist ein sehr, 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 sehr interessanter Punkt, glaube ich. Und um noch eins draufzusetzen, wir haben ja auch noch die weiteren europäischen Studien, die wir teilweise auch schon hier diskutiert hatten, aus Skandinavien, aus Bayern-Tirol, mit eigentlich Fokussierung auf die Früherkennung. Und wenn man die alle zusammennimmt, auch da war ja in keiner dieser drei Studien, die mir jetzt spontan einfallen, dieser klare Hinweis, dass ich mit einem Screening Schlaganfälle signifikant verhindere. Klar, es ging nicht primär um die Frage Antikoagulation ja oder nein, aber das war ja so ein bisschen die Konsequenz daraus, dass ich dann, wenn ich gescreent habe, eben auch mehr antikoaguliert habe. Und wenn man diese drei nebeneinander sieht, so richtig überzeugt waren wir von den skandinavischen und bayerischen Tiroler Studien, was die Effektivität zum Schutz betrifft, ja auch nicht. Aber dann würde ich widersprechen, weil das eine andere, ganz andere Population ist. Also auch die Studie von Axel Bauer, das hat man gesagt, die mussten über 65 sein und einen Scherz-Was-Punkt zusätzlich haben. Das ist eine andere Population als diese häufig sehr alten Patienten, die wir mit den Schrittmachern betreuen. Und die hatten ja hier auch einen Scherz-Was von 4 im Mittel. Das ist relativ viel. Und das ist auch unser klinischer Alltag. Das sind Leute, die sind 70, 80, 90 plus zum Teil. Wenn so ein alter Mensch, von dem wir wissen, epidemiologisch 20-prozentiges Vorhofflimmerrisiko, dann so eine Episode in dem Ding hat, also ich habe die immer antikoaguliert, muss ich sagen. Wir setzen die Diskussion dann in den nächsten Wochen fort. Kommen wir zu Top 3. Und Nummer 3 ist das Ende einer Trilogie. Wir hatten kurz vor dem Europäischen Kardiologischen Kongress mit dir gesprochen gehabt, Janine. Da kanntest du die Ergebnisse eurer
ILCS-Schock-Studie schon, durfte es noch nicht verraten. Ich sag dir ganz ehrlich, von deinem Wording hatte ich so ein Gefühl dafür gehabt, dass sie eigentlich positiv ist. Ich habe dich falsch verstanden offensichtlich. Natürlich darf ich die Ergebnisse nicht verraten, auch wenn ich sie kenne. Was ich sagen kann, ist, dass 420 Patienten randomisiert wurden und dass die Auswertung beendet ist. Letztlich ist es so, wenn diese Studie positiv ist, dann haben wir endlich vielleicht die Bestätigung, dass das, was wir machen, gut ist und richtig und vielleicht auch welche Patienten profitieren. Wenn die negativ sein sollte, müssen wir vielleicht grundlegend überlegen, ob wir die richtige Herangehensweise haben bei Patienten mit kardiogenem Schock. Dann hatten wir kurz nach dem Kongress mit Holger Thiele sprechen dürfen. Deswegen, das habe ich nochmal so im Nachhinein das nochmal mitgebracht. Ich habe im Vorfeld eine Umfrage gemacht auf Twitter, was die Leute denn glauben, was bei ECS-Schock rauskommt. Und ich muss ehrlich sagen, ich war auch ein bisschen überrascht, dass 50% vorher schon gesagt haben, Mortalität wird genau gleich sein, die Komplikationen gehen nach oben. Ist jetzt nicht repräsentativ, 522 Abstimmungen, Twitter-Medizin, sage ich mal so dazu, aber trotzdem so ein kleiner Hinweis. Dann habe ich mir auch erlaubt, das Gleiche nochmal zu machen. Jetzt, ich weiß ja, alle sagen, ECMO ist ja eine Höhlenmaschine, die erhöht die Nachlast. Ein Impeller ist ja so viel besser. Es kommt ja noch Danger. Und dann habe ich mir auch nochmal erlaubt zu fragen, was die Leute denn von der Impeller glauben. Genau das gleiche Ergebnis. Über 50% der Leute glauben, dass Danger keine Mortalitätsbenefit zeigen wird und mehr Komplikationen. Danger kriegen wir nächstes Jahr beim ACC vermutlich im März 2024. Jetzt ist viel Wasser, die Pleiße, glaube ich, runtergeflossen. Jetzt sind wir gespannt, fast ein halbes Jahr später zu Jahresbeginn 2024 nochmal zurückblickend auf das für euch ja ganz spannende Jahr 2023. Wie ist euer Blick jetzt auf eure eigene Studie? Ja, genau. Vielen Dank. Also ich möchte beginnen mit einem Background-Slide, was letztlich zeigt, die Verwendung der ECMO bei uns in Deutschland, die Rate. Und ich glaube, das habe ich euch auch schon mal gezeigt beim letzten Mal. Und die linke Abbildung zeigt halt, dass vor allen Dingen nach Publikation der IABP-Schock-2-Studie es wirklich zu einem exorbitanten Anstieg der Verwendung der VA-ECMO gekommen ist. Das ist eigentlich durchgehend, das ist nicht der einzige Bericht dazu. Und letztlich ist das so, obwohl wir eigentlich kaum Daten hatten. Ne? Wir hatten für die ECMO eine Meta-Analyse, kleiner, wirklich ganz, ganz kleiner Studien, die neutral war. Und sonst gab es eigentlich recht wenig. Und das war der Hintergrund, dass wir uns der Frage genähert haben, ob eben die VA-ECMO-Therapie oder auch ECLS-Therapie bei Patienten mit infarktbedingtem kardiogenen Schock harte klinische Endpunkte, also de facto das 30-Tages-Überleben, verändert. Und diese Studie wurde, wie gesagt, beim ESC vorgestellt und auch im New England Journal publiziert. Und insgesamt wurden 420 Patienten mit infarktbedingtem kardiogenem Schock und einem Laktat von 3 randomisiert auf entweder Therapie mit einem ECLS-System oder zur Kontrolle. Kontrolle heißt eben Standardtherapie des kardiogenen, infarktbedingten kardiogenen Schocks und etwas über 200 Patienten pro Gruppe analysiert. Das sind die Baseline-Charakteristika der Patienten. Das Alter so im Median etwas über 60 Jahre. Sehr viele männliche Patienten. Man sieht Blutdruck deutlich reduziert. Es sind knapp 2/3 der Patienten waren STEMIs und letztlich, worüber am meisten diskutiert wurde, war, dass doch eine sehr hohe Prozentzahl von Patienten letztlich vor dem Ereignis wiederbelebt worden war, knapp 80%. Das spiegelt einfach wider, dass das ein Hochrisikokollektiv war, auch entsprechend der Einschlusskriterien mit dem erhöhten Serumlaktat. Wenn wir da schon beim Thema sind, Laktat war deutlich erhöht in beiden Gruppen, 6,8 bzw. 6,9 Millimol pro Liter. Und die Patienten waren in den Sky-Shock-Klassen C, D und E. Kommen wir direkt zum primären Endpunkt der Studie. Das war die 30-Tages-Mortalität. Die lag in der Kontrollgruppe bei 49%. Und das war auch letztlich genau die Prozentzahl, die man im Vorfeld beim Design der Studie sich überlegt hatte. Allerdings gab es absolut keinen Unterschied in der Mortalität bei den Patienten, die mit ECLS behandelt worden sind.
dementsprechend auch nicht signifikant. Wenn man sich jetzt die verschiedenen prädefinierten Subgruppen anschaut, sind diverse Subgruppen, sieht man, dass auch hier überhaupt kein Signal zu erkennen ist. Und vor allen Dingen die letzte Subgruppe war eine Post-hoc-Analyse für ob eine Wiederbelebung eben stattgefunden hat oder nicht. Und auch die zeigt kein signifikantes Signal. Die Safety-Daten wiederum zeigen das, was wir schon wissen und was auch in Observationsstudien berichtet wurde. Es gibt eben einen deutlichen Anstieg von Blutungskomplikationen, 2,44-fach, und auch einen deutlichen Anstieg von peripheren vaskulären Komplikationen, die Interventionsbedarf haben. Ich habe letztlich zusammenfassend noch ein Dia mitgebracht, was Herr Thiele sehr, sehr oft zeigt und was ich, glaube ich, ganz gut widerspiegelt, was wir uns grundsätzlich überlegen müssen. Nämlich geht es so ein bisschen um Patientenselektion, wer passen könnte oder wer eventuell profitieren könnte von so einem Assist-Device. Und da sind einfach Grundüberlegungen, dass eine gewisse Anzahl von Patienten, und ich will jetzt mal gar nicht auf diese Prozentzahlen rumhacken, aber eine gewisse Anzahl von Patienten überleben ohne mechanisches Device und 40-50% oder werden sterben, egal letztlich, was man tut. Wenn man jetzt in dieser Gruppe, die ohne Device überlebt, bei allen Patienten das Device einsetzt, dann hat man natürlich das Risiko von Tod oder Blutungskomplikationen, anderen Komplikationen durch das Device bei Patienten, die ohne Device überlebt hätten. Und wiederum gibt es die Patienten, die eventuell, die sowieso sterben, kann man durch das Device nichts machen, aber man kann eventuell Patienten, einen gewissen Anteil, die sterben würden ohne Device, mit dem Device noch retten. Und die Frage ist, wie viele das wirklich sind, ob das die 25% sind oder weniger, das sind unklar. Aber diese Patientengruppe, die müssen wir halt irgendwie versuchen zu identifizieren. Und das haben wir bis jetzt nicht gefunden. Wir wissen einfach nicht, welche Patienten profitieren. Und da hat uns die Studie jetzt auch noch nicht so richtig ein Signal gegeben, wer das sein könnte. Aber da muss letztlich, denke ich, unsere zukünftige Forschung oder unsere zukünftigen Gedanken müssen darauf, glaube ich, einen gewissen Fokus legen. Ja, sehr, sehr spannende Studie aus verschiedenen Gründen. Also A, natürlich mit dieser sehr, sehr relevanten und spannenden Frage, aber auch B, du hast es vorhin schon mal gesagt, deine Erfahrungen im Nachgang, wie viel konträre und auch emotional geführte, Diskussionen ihr euch stellen müsst. Ne? Kannst du noch mal vielleicht einen Punkt sagen, der ja, glaube ich, auch viel diskutiert wird, dieses Enrichment? Professor Thiele hatte das auch gesagt, dass ihr euch ja vorher überlegt habt, wie krank dürfen die sein oder wie gesund dürfen die sein, dass ihr euch hinsichtlich Laktat und Reanimation natürlich überlegt habt, wir dürfen auch kein zu gesundes Kollektiv jetzt nehmen. Ne? Ja, also eine Überlegung und auch der Grund für die Anhebung der Schwelle von dem Laktat von 2, wie das ja in anderen Studien war, auf 3 jetzt in dieser Studie war, genau das, was du sagtest, dass eben verhindert werden sollte, dass die Patienten zu gesund sind, um eben die Patienten nicht einzuschließen, die ich gerade geschildert habe, diese Kohorte A, die sowieso überlebt, auch ohne Device und die wir letztlich durch das Device schädigen könnten. Die Überlegung, jetzt die reanimierten Patienten einzuschließen oder nicht, die wurde lange geführt, diese Überlegung. Und es wurde sich letztlich dafür entschieden, weil einfach ein so hoher Prozentsatz von Patienten mit kardiogenem Schock im Vorfeld reanimiert wurden, und das wussten wir auch von vorangehenden Studien, dass die Studie nicht mehr pragmatisch erschien, wenn man diese Patienten ausschließt. Und das wird ja auch dann sehr häufig kritisiert. Dann heißt es wiederum, Studien sind nicht generalisierbar. Dadurch hatte man sich entschieden, diese Patienten drin zu lassen. Und es wurde ja jetzt auch beim AHA eine Subanalyse vorgestellt von Herrn Professor Zeimer aus Ludwigshafen bezüglich der reanimierten Patienten, die da kein Signal gezeigt hatte. Aber es ist natürlich ein sehr diskutierter Punkt. Aber es gab gute Überlegungen, glaube ich, und auch Begründungen, das so zu designen, wie man es getan hat. Im Studienzentrum, im primären Studienzentrum des Primary Investigator, macht ihr was anderes jetzt? Also wir sind schon sehr zurückhaltend geworden, haben aber selber intern noch gar nicht final geklärt, was wir jetzt damit anfangen sollen. Also wir sind selber so ein bisschen ratlos, ehrlich gesagt, und machen uns eher Gedanken, wie wir es schaffen können, zukünftig diese Patienten zu selektieren.
Wir sind besonders bei lang reanimierten, auch vor dem Hintergrund der Daten, die wir haben von den reanimierten Patienten, sehr zurückhaltend, noch zurückhaltender als vorher. Was natürlich nicht heißt, dass wir es gar nicht mehr machen. Wo wir, denke ich, sehr immer noch eher großzügig sind oder was ich auch als klare Indikation sehe, wenn ein Patient auf dem Kathetertisch crusht, sozusagen vor den Augen, ein STEMI hat, Kammerflimmern kriegt, man den nicht stabilisiert kriegt, das sind Patienten, wo wir es immer noch machen. Aber wir sind zurückhaltender geworden. Wie ist es bei euch, Florian? Ähnlich. Also wir waren aber auch schon vor der Studie zurückhaltend. Also wir haben das nicht endemisch eingesetzt und auch bei präklinisch Reanimierten wirklich nur bei kurzer Zeitdauer und ähnlich, wie Janine das auch gesagt hat, also auch gerade bei Patienten, die sich schnell, rapide quasi vor dem eigenen Auge verschlechtern. Ich glaube, das ist aus meiner Sicht auch ein pragmatisches Vorgehen ist. Aber die emotionale Debatte zeigt, wie vielschichtig das ist, ne? Und es ist natürlich letzten Endes immer noch vielleicht ein Feld, was dominiert wird von Menschen, die natürlich, wir hatten es auch schon mal diskutiert, an die Schießgröße glauben und dass viel Katheter im Mensch möglichst auch hilft, ne? Letzten Endes sind das natürlich auch andere Faktoren, Reimbursement, was alles eine Rolle spielen mag, ne? Und vielleicht letztlich, aber wie siehst du das, Janine? Oder mein Eindruck ist, wenn man sich so auch in sozialen Netzwerken anschaut, an wie viel Kliniken oder Plätzen Verfahren dieser Art eingesetzt werden und weiß, wie viel Man- und Frau-Power das braucht, dann bin ich oft so ein bisschen ratlos. Ja, ich glaube, dass das ein ganz zentraler Punkt ist, dass ein Device natürlich, das hat Susanna Price aus London so schön gesagt, ein Device lebt nicht in Isolation. Ja, und es geht ja nicht nur um das Device, sondern es geht um das Management des Devices und vor allen Dingen auch um das Management der Komplikationen. Und dafür braucht man einfach eine immense Manpower und auch interdisziplinäre Teams, so hoch erfahrene Teams auch rund um die Uhr. Und ich glaube, und wir sehen das ja bei den ECMO-Studien im Reanimationssetting, dass die Erfahrung da eine unglaubliche Rolle spielt. Und dass das, also ich hatte mit Jan Belolavec gesprochen aus Prag, der hat diese eine Prag-OKA-Studie gemacht, die positiv war. Der hat mir erzählt, der hat sein Team 2 Jahre lang trainiert für diese Studie. 2 Jahre lang haben die erstmal ihre Zeiten optimiert, bevor die angefangen haben zu randomisieren. Dann kriegt man vielleicht sowas hin, aber auf der anderen Seite müssen natürlich irgendwelche Ergebnisse auch übertragbar sein in die Praxis. Es bringt ja nichts, wenn das 3 Cent gehören und sonst niemand. Also es ist wirklich, wirklich ein ultrakomplexes Thema. Oder Jacob Möller, der Danger-Studie präsentieren wird nächstes Jahr. Also das Setting Impeller im infarktbedingten kardiogenen Schock, nur nach STEMI, ohne Reanimation. Der hat das mehr eingegrenzt. Der hat jetzt 10 Jahre lang gebraucht. Der hat ein Video von seinem Sohn gezeigt mit 9 und jetzt mit 19 Jahren, der Ski fährt. So lange hat es gedauert, die Studie zu komplettieren. Also egal, was man macht, ich glaube, man muss halt mit den Konsequenzen leben. Es ist wirklich einfach ein extrem schwieriges Feld, was auch sehr emotional besetzt ist, in der Tat, ja. Aber spannend und abschließend vielleicht, dann laden wir dich nächstes Jahr wieder ein, dann musst du uns Danger erklären. Und ganz, ganz herzlichen Dank, dass ihr wirklich diesen Aufwand auf euch genommen habt, das zu machen, weil ich nur ahnen können, was für ein Aufwand ist, eine solche Studie umzusetzen. Also insofern ganz, ganz großen Respekt. Das werde ich auf jeden Fall weitergeben. Also das war ja vor allen Dingen Herr Thiele und auch Frau Freund, die sich da massiv eingebracht haben. Ja, aber es sind ja immer mehr als 2 Leute daran beteiligt, die dann die Arbeit machen müssen. Also insofern, ja, glaube ich, stimmt, geht da auch ein Teil des Dankes durchaus jetzt heute Abend schon in die richtigen Ohren. Ja. Vielleicht noch ein, was wird die nächste Megastudie aus Leipzig sein? Kann man das schon verraten? Habt ihr da schon was auf dem Schirm oder müssen wir uns da noch gedulden? Weil wir wissen es ja von euch, alle 3-4 Jahre kommt eine. Nee, es gibt, glaube ich, eine Idee, aber ich selbst weiß ja auch noch nicht. Okay. Das hast du noch weniger verraten als das bei unserem ersten Treffen. Gut. Eine einzige lipidologische Studie hat es in die Top 12 geschafft, die hat es aber auf Platz 2 geschafft. Und das ist, glaube ich, was für uns alle in dem letzten Jahr die Therapie
unserer Patienten auch in viel, viel konservativeren Bereichen als das, was wir gerade gehört haben, verändert hat, Stefan? Ja, Clear Outcomes, wir hatten schon einiges gesehen zu den verschiedenen Clear-Studien, die uns gezeigt haben, dass man mit Bempedoinsäure in ähnlichem Maße, was heißt in ähnlichem Maße, dass man LDL-Cholesterin senken kann durch eine Inhibition der ATP-Citratlyase, das sind zwei Schritte oberhalb der HMG-QA-Reduktase, also letzten Endes in dem Statin, wenn man so will, Pathway der Cholesterin-Biosynthese, auch mit dieser Substanz. Und das Interessante als Propedeutik vielleicht ist eben, dass das Enzym, was man als Droge appliziert, erstmal durch eine oder das Medikament durch ein Enzym in der Leber in die aktive Form überbracht werden muss und so biochemisch in der Muskulatur keine Wirkung entfalten kann. Und wenn man dem Patienten erklärt, dass es deswegen keine Muskelschmerzen macht, dann macht es vielleicht auch keine Muskelschmerzen. Diese Randnotiz erlaube ich mir. Herr Nissen hat das präsentiert auf dem amerikanischen Frühjahrskongress der ACC im März und hat da das auch als sehr pragmatisch dargestellt, nämlich das ist, und das stimmt auch, Riesenstudie, 14.000 Patienten, genau das Kollektiv, was wir den ganzen Tag sehen, die mussten einfach nur die Patientinnen und Patienten oder die behandelnden Ärzte sagen, okay, ich kann und möchte oder vertrage kein Statin. Also nicht, wie es bei uns GBA-Beschlüsse vor PCSK9-Inhibitoren gibt, drei Statine ausprobieren über 12 Monate, sondern einfach nur unterschreiben, kann nicht, will nicht, möchte nicht, fertig. Und das ist natürlich praxisrelevant, weil so ist es ja im Alltag. Und dann hat man randomisiert Menschen, die, das ist interessant, ein Drittel primärpräventiv waren, also keine manifeste KHK oder atherosklerose Folgeerkrankung hatten, zwei Drittel Sekundärprävention, davon der größte Teil KHK, zu eben Bempedoinsäure 180 Milligramm, Monotherapie, das ist wichtig, oder Placebo, wobei eine minimale Dosis Statin erlaubt war. 5 Roso, 10 Atorvastatin hatten die wenigsten. 20% hatten eine kleine Statindosis an Bord. Und man sieht hier das LDL-Cholesterin, und das ist das, was wir erwarten, so 20-25%ige Senkung mit Bempedoinsäure. Wie immer, große Outcome-Studie ist natürlich Intention to Treat, da gibt es Crossover, da gibt es natürlich auch einen Placebo-Effekt durch eine Ernährungsumstellung, auch durch, das ist ganz wichtig, hier auch andere Therapien im Placebo-Arm. Wie gesagt, immerhin 70% Sekundärprävention. Das heißt, bei Einschluss in LDL-Cholesterin von 139, da kann man sagen, als Studienzentrum, naja, wer da jemand einen Herzinfarkt hatte und LDL von 139, der muss ich irgendwas machen. Das heißt, da ist PCSK9-Inhibition zum Beispiel hat stattgefunden, mehr unter Placebo als unter Bempedoinsäure, weshalb also das Delta im LDL-Cholesterin über die Zeit so ein bisschen weniger geworden ist. Das ist, glaube ich, wichtig im Verständnis der Studie. Auch wichtig finde ich, dass das CRP deutlich gesenkt wurde, prozentual zumindest relativ, durch die Substanz, ähnlich wie wir das vom Statin kennen. So, was sind die Endpunktdaten? Genauso, wie wir das durch eine solche LDL-Cholesterinsenkung erwarten würden, ein langsames Auseinandergehen der Kurven hier über einen mehrjährigen Zeitraum mit einem 15%igen Absenken des sekundären Endpunktes, das finde ich eigentlich den wichtigen Tod, kardiovaskulärer Tod, Myokardinfarkt und Schlaganfall. Der primäre Endpunkt beinhaltete zusätzlich noch als viertes die Revaskularisation. Aber die Zahlen ein bisschen größer, aber die Kurven sehen identisch aus. Also das ist eigentlich genauso, wie wir was von allen LDL-Cholesterinsenkern eben kennen, getrieben hier von dem Absenken der Koronarendpunkte und des Herzinfarktes, auch so, wie wir es vom Statin kennen. Und damit zum ersten Mal der Beweis eben abseits von Statin, Ezetimib und PCSK9-Inhibition auch für diese Substanzklasse oder Substanz eine Senkung des kardiovaskulären Endpunktes, glaube ich, ganz entscheidend für die Therapie, die wir schon länger durchführen, weil die Substanz schon vor der Studie ja verfügbar war. Subgruppenanalysen geben nicht viel her. Da wurde dann ein bisschen darauf rumgeritten, ob man jetzt in der Primärprävention tatsächlich mehr Effekt hat als in der Sekundärprävention. Das ist formal hier. Der PV-Interaktion ist statistisch signifikant. Ich halte das ein bisschen für Play of Chance, aber das können wir diskutieren. Mortality nicht verändert. Kann man kritisch sehen, das ist aber eigentlich das Übliche, was wir für eine derartige LDL-Cholesterinsenkung in dem dafür nicht lang genügenden Zeitraum sehen. Da wissen wir aus Meta-Analysen und Langzeit-Follow-ups, dass das eben kommt über die Zeit, sodass das zu erwarten ist. Vielleicht ganz kurz am Ende noch als letztes Information jetzt gerade im Lancet Diabetes Endocrinology publiziert, nochmal der Effekt, der generell größer war bei Diabetikern, das sehen wir immer, weil die ein höheres Risiko haben, aber der Effekt auf den Diabetes durch die Therapie, links HbA1c, in der Mitte Glucose, und rechts der New Onset Diabetes, würde ich vielleicht nur hier rechts fokussieren. Das ist spannend, weil das anders ist als beim Statin, wo man ja sagt, wenn es irgendeinen
auf dem Laborzettel negativen Effekt hat, der sich ja nicht in die Klinik tradiert, dann ist es das vermehrte New-Onset Diabetes und, beim Statin im Vergleich zur Placebo. Und das können wir hier ehrlicherweise nicht sehen durch die Bempedoinsäure. Die ist hier in Blau gekennzeichnet. Da sehen wir also, wenn überhaupt, ein weniger, sowohl als bei den Prädiabetikern als auch bei den Nicht-Diabetikern, was New-Onset Diabetes angeht und auch HbA1c und Glucose. Also ganz positiv alles und eine gute Grundlage für die evidenzbasierte Therapie. Ich bin immer ein bisschen vorsichtig bei grenzwertig erhöhten oder erhöhter Harnsäure, muss ich ehrlicherweise sagen, wegen der Gichtgefahr, und gut, die gastroenterologischen Komplikationen sind aus ein Tickchen höher. Ne? Aber so wie ich vorhin gesagt habe, tendenziell am Ende des letzten Jahres weniger Eisen als zu Beginn des Jahres, auch in meinen Augen deutlich weniger PCSK9-Inhibitoren, weil wir jetzt wirklich eine sehr starke orale Dreifachtherapie haben. Ja, danke für den Punkt mit der Harnsäure. Das hatte ich nicht gesagt. Das ist, glaube ich, wichtig. Ich weiß nicht, ob das, ja, mit den PCSK9-Inhibitoren schon nochmal eine andere Liga. Ne? Also wir sprechen hier von, also wir nutzen ja das viel mehr als Add-on, ne? Muss man ehrlich sagen. Wenn jemand schon 40 Milligramm Rosuvastatin und Ezetimib nimmt, dann macht das halt vielleicht noch 15% LDL-Senkung. Und das ist fast schon schwierig zu messen. Ne? Also da muss man eigentlich mehrere Laboruntersuchungen machen, weil so 10% Schwankungen hat man auch mal durch Ernährung und durch Messung heute und morgen. Also das in der Add-on-Therapie wird es ja gerne gemacht, mache ich es viel auch, weil wir auch der GBA-Beschluss sagt, dass wir das machen müssen vor PCSK9-Hemmergabe. Aber dann wird es natürlich der Effekt gering. Das darf man nicht außer Acht lassen. Das hat die Studie formal auch nicht getestet. Das kriegt man noch nicht mehr getestet. Okay, bevor wir zum wiederum völlig subjektiv entschiedenen Jahressieger kommen, noch zwei redaktionelle Dinge. Zum einen, wir laden ein am 12. Januar machen wir in Frankfurt eine Markus at Home Unplugged-Veranstaltung. Unplugged heißt dezidiert auch, es wird nicht gestreamt. Das heißt, wer dabei sein möchte, bitte hier zu uns nach Frankfurt kommen. Anmeldung unter der E-Mail-Adresse, die wir einblenden. Und dann zu Beginn eines neuen Jahres einen ganz, ganz herzlichen Dank zurück in das letzte Jahr. Einerseits für die vielen, vielen Kolleginnen und Kollegen, die uns gefolgt sind, aber vor allen Dingen für alle unsere Gäste, die Zeit gehabt hatten für uns im letzten Jahr. Ich habe bei den 5 meistgeklickten Videos, die natürlich emotional getriggert worden sind im Kontext Covid, Long-Covid-Impfen und so weiter, mit großer Begeisterung gesehen, Janine, Florian, Stefan, dass da 6 oder 7 Homburger dabei gewesen sind als Gäste. Professor Stallmach, ehemals Gastroenterologie in Homburg, Matthias Gierndt, Frau Gärtner, die noch in Homburg ist, Ulrich Laufs, ehemals Homburger, und dann unser im letzten Jahr meistgesehenes Video zu der Myokarditis nach der Impfung, Lorenz Turner und Jochen Pfeiffer aus Homburg. Also ein Blick für uns 4 zumindest zurück nach Homburg und ein Ausblick in ein hoffentlich dann wieder ganz spannendes Jahr. Der Dank gilt natürlich auch euch beiden, Florian, Stefan, dass ihr da so extrem aktiv mit dabei seid, dass aus der Schnapsidee, mit der wir immer gestartet sind, Stefan, vor 3 Jahren jetzt fast genau, ich habe es letzte Woche schon mal gesagt, dieser Kanal geworden ist. Jahressieger, natürlich die SELECT-Studie. Ich habe doch noch mal ein bisschen was zum Background mitgebracht. Ich mache es schnell. GLP-1 ist ein Inkretinhormon, was von Neuronen und endokrinen Zellen im Ilion produziert wird. Der Rezeptor ist eigentlich in sehr vielen Organen exprimiert, allerdings nicht in der Leber. Und GLP-1 erhöht das Sättigungsgefühl und reduziert Hunger, neben den bekannten Wirkungen auf das Pankreas. Hat aber auch multiple Effekte auf andere Organe und auch potenzielle antiatherosklerotische Effekte. Wir wissen, wie Stefan auch schon gesagt hat, dass es bei Patienten mit Typ 2 Diabetes mellitus positive Effekte auf die Glukosekontrolle und auf kardiovaskuläre Endpunkte haben. Und wir wissen, dass es bei Patienten mit Adipositas zu einer Gewichtsreduktion führt. Was wir nicht wussten, was die Effekte dieses Medikaments sind letztlich auf Patienten mit Adipositas, die keinen Diabetes haben. Und dieses Thema hat sich diese Studie angenommen. Wenn man sich links die Patientenpopulation anschaut, sind es Patienten größer gleich 45 Jahren mit einem BMI größer gleich 27 und die mussten eine etablierte kardiovaskuläre Erkrankung haben. Die meisten hatten einen Myokardinfarkt in der Vorgeschichte, Schlaganfall oder eben eine symptomatische PAVK.
über 17.000 Patienten eingeschlossen. Und letztlich kann man, denke ich, zusammenfassen, dass das Patienten sind, die wir alle täglich sehen, auch die nicht so morbide adipös sind, sondern eben BMI über 27. Und die wurden randomisiert 1:1 auf Semaglutid in der Dosis von 2,4 Milligramm einmal pro Woche oder Placebo. Und der primäre Endpunkt war eben Zeit bis zu einem kombinierten kardiovaskulären Endpunkt. Kardiovaskulärer Tod, nicht fataler Myokardinfarkt und nicht fataler Schlaganfall. Wir kommen zu den Baseline-Charakteristika. Etwas über 60-jährige Patienten, zu knapp 30% weiblich und wie schon gesagt, vorwiegend in der Vorgeschichte hier über 70% ein vorangegangener akuter Myokardinfarkt. Statintherapie vorgeschrieben, eigentlich auch ganz, ganz gut behandelt, LDL von etwa 2 Millimol pro Liter. Hier ist der primäre Endpunkt der Studie, der kombinierte Endpunkt, kardiovaskulärer Tod, Myokardinfarkt oder Schlaganfall. Man sieht, dass es zu einer die Therapie mit Semaglutid eine 20-prozentige Risikoreduktion, wirklich eindrücklich, auch hochsignifikant, parallel eine Veränderung des Körpergewichts um 9,4%. Das ist ein bisschen weniger als in den Adipositas-Studien. Allerdings muss man sagen, dass die Patienten auch ein niedrigeres Ausgangsgewicht hatten. Hier sind Subgruppenanalysen, finde ich auch sehr spannend, dass letztlich alle Subgruppen davon profitiert haben und auch die mit dem niedrigen Baseline-Body-Mass-Index vielleicht sogar numerisch so einen Tick mehr profitiert haben. Der primäre sekundäre Endpunkt oder ich weiß nicht, das war irgendwie anders bezeichnet, ich habe jetzt den Begriff vergessen, irgendwie First Confirmatory Secondary Endpunkt war Tod kardiovaskulärer Ursache. Der hat leider die statistische Signifikanz verfehlt. Man sieht aber trotzdem eigentlich ein ganz klares Signal, aber die Verfehlung der Signifikanz war der Grund, weshalb die weiteren sekundären Endpunkte, kombinierter Heart Failure Endpunkt und Tod jeglicher Ursache nicht mehr statistisch ausgewertet wurden. Allerdings sieht man bei beiden Endpunkten, und da gab es wirklich auch Szenenapplaus, ein deutliches Signal für das Semaglutid. Hier noch ein paar sekundäre Endpunkte, die ich gerne mit euch diskutieren wollte, wo auch viel darüber gesprochen wird, weshalb oder auf welchen Effekten des Medikaments letztlich die Endpunktreduktion beruht. Und da gab es schon deutliche kardiometabolische Effekte, die zu beobachten waren. Es gab einen deutlichen Abfall des High-Sensitive-CAPs, finde ich wirklich eindrücklich. Ich weiß nicht, da würde ich gerne, Stefan, so ein bisschen deine Meinung zu hören, weil du dich da sicherlich deutlich besser auskennst als ich, aber ich fand das beeindruckend. LDL-Cholesterol, Triglyceride und ich denke letztlich auch der Blutdruck um über 3 mm Hg. Und ich glaube, in Meta-Analysen sind ja 2 mm Hg schon mit einer deutlichen Risikoreduktion für kardiovaskuläre Ereignisse verbunden. Also sicherlich spielen diese kardiometabolischen Effekte zusätzlich zu der Gewichtsreduktion sicherlich eine deutliche Rolle für die Endpunktreduktion. Nebenwirkungen haben wir eben schon bei STEP, bei der STEP-HFpEF-Studie besprochen. Es gab nicht mehr Serious Adverse Event in der Semaglutid-Gruppe, sogar mehr in der Placebo, das war signifikant. Allerdings, wie eben schon gesagt, eben mehr gastrointestinale Nebenwirkungen, die teilweise vielleicht auch Teil der Wirkung sind, wie wir eben besprochen haben, die aber letztlich gut tolerabel waren, weil das Medikament auch auftitriert wurde. Ja, und das war's schon. Damit bin ich am Ende von Select. Ganz kurz jetzt mal an der Stelle den Dank zurück an dich, muss ich jetzt hier sagen, weil ohne dich kein Markus at Home und die Arbeit ist nicht nur ein bisschen Editor, was wir so machen und ein bisschen mal hier Videos machen, sondern das da hinten dran, das sieht ja immer keiner, dass nochmal 1:1 mindestens die gleiche Zeit ist. Also von daher danke. Select ist die coolste Studie, glaube ich, weil das Thema für 2024 so relevant ist und ich glaube, die gesellschaftlichen Sachen, die können wir ja nicht diskutieren. Janine, diese ganzen metabolischen Veränderungen, ich finde das mit dem CRP ganz wichtig, weil das natürlich, wenn man sich einen Herrn Rittger anguckt, zum Teil zumindest epidemiologisch wichtiger sein kann als das LDL-Cholesterin. Und wir wissen über das inflammatorische Problem bei Adipositas, dass es eben auch nach dem, was wir glauben, dadurch zu kardiovaskulären Endpunkten kommt. Es gibt natürlich die Studie jetzt nicht, die durch CRP-Senkung bei Adipositas Endpunkte reduziert.
Bei SELECT ist tatsächlich die Frage, die Kurven gehen früh auseinander und es wurde ja so diskutiert, dass eigentlich die Veränderung dieser Parameter dafür gar nicht alleine verantwortlich sein kann, weil wenn wir zum Beispiel LDL-Cholesterin, das haben wir eben bei CLEAR gesehen, angucken, da haben wir keine Mortalitätsänderung in 3, 4 Jahren noch nicht. Das ist alles Atherosklerose-Progress über die Zeit. Also ich glaube, da sind immer noch Sachen offen, meiner Meinung nach. Ich weiß nicht, was eure Meinung dazu ist, aber es können nicht nur die metabolischen Parameter sein, die doch eigentlich erst viel später wirken müssten. Na, bei uns, wir hatten ja ein eigenes AHA-Update mit Herzmedizin und da hat Ulrich Laufs die Studie vorgestellt, der mir netterweise übrigens auch teilweise die Slides zur Verfügung gestellt hat. Ich soll euch auch herzlich grüßen von ihm. Und der hat das auch angesprochen und er sprach auch letztlich von zumindest in Tiermodellen auch direkten plaquestabilisierenden oder antiatherosklerotischen Eigenschaften und zeigte auch ein Slide letztlich, von dem er behauptete, es verursacht Augenkrebs, weil das so viele verschiedene Pathways zeigte, die eventuell modifizierbar wären, ging aber dann nicht weiter ins Detail, welche das genau sind. Und da habe ich mich jetzt auch nicht weiter zu belesen, aber das muss auf jeden Fall verschiedene Pleiotrope-Effekte müssen da wahrscheinlich eine Rolle spielen. Die spannende Frage in diesem Jahr wird ja sein, wem geben wir es nicht? Genau, was du gesagt hast, ne? Diese Tatsache, dass diejenigen, die gar nicht übergewichtig gewesen sind, oder ich korrigiere mich, diejenigen, die gar nicht adipös gewesen sind, sondern irgendwo zwischen 25 oder 27 und 30 sind, und das ist ja auch so ein Bereich, der gar nicht so ganz weit weg ist von dem, wo wir teilweise stehen, das ist ja schon sensationell und stellt natürlich die Frage, wie ist das, wenn wir Normalgewichtige da untersucht hätten. Klar, da ist dann irgendwann durch die Nebenwirkung vielleicht eine Limitation, aber das große Problem, und natürlich das ist der Elefant hier im Raum, ist, wer bekommt es und wer bezahlt es und wie kommen wir zumindest jetzt zu Jahresbeginn 24 für all die Patienten, denen wir es gerne geben wollen, an die Substanz ran. Vielleicht von mir aus der letzte akademische Kommentar dazu, gerade jetzt vor wenigen Tagen publiziert die SURMOUNT-4-Studie, die ich glaube zum ersten Mal randomisiert geschaut hat, was passiert denn, wenn ich die Substanz absetze, respektive weitergebe, nachdem sie mal drin war. Und es ist keine Überraschung einerseits, andererseits aber schon ernüchternd. Das Gewicht kommt sehr, sehr schnell wieder zurück. Stefan, du hast das letzte Mal schon so ein bisschen als Limitation gesagt gehabt. Es ist halt ein Effekt, zumindest mal auf das Gewicht, der nur so lange da ist, wie das Medikament auch eingenommen wird. Und es hat eben leider Nebenwirkung. Ich habe heute eine Patientin gesehen mit genau dem Problem. Übrigens, Sherman 4 ist ja Tirzepatit, ne? Das ist ja das Nächste, da fehlen uns noch die Endpunktdaten, aber es ist beim GLP-Agonist ja genauso. Und wir sehen jetzt aufgrund genau dieses Themas, nämlich die fehlende Verfügbarkeit im Moment, Anfang 2024, das wird sich hoffentlich ändern, dass die Leute das Zeug nicht kriegen. Ich habe eine Patientin gesehen, die hat im Vergleich zum vor einem halben Jahr 10 Kilo Gewicht zugenommen mit all den Problemen, die dadurch entstehen, weil sie ihre Droge nicht erhält. Ne? Also das ist schon ein Problem. Ich muss doch noch einen Kommentar machen, Entschuldigung, weil das so extrem, jetzt auch gerade vor ein paar Tagen im JAMA publiziert, Erfahrung offenbar aus den USA, wo das mit der Bezahlung natürlich alles ganz anders ist als bei uns, aber wir haben ja auch dieses Problem, als Diabetes-Medikament wird es übernommen, Kostenträger, als Adipositas-Medikament wird es nicht, dass da wohl in relevanter Anzahl inzwischen beobachtet wird, dass die Menschen sich künstlich durch mehr Essen Diabetes anfüttern, sage ich jetzt bewusst, um dann wiederum den GLP-1-Agonisten als antidiabetische Medikation zu bekommen. Das ist jetzt nicht irgendwie Bild-Zeitung-Niveau, sondern JAMA gewesen. Ich glaube, an der Stelle können wir wahrscheinlich das nächste Jahresupdate und Rückblick 24, 25 dann weitermachen. Ich glaube, da erwarten uns jetzt dieses Jahr noch ganz, ganz viele neue Dinge. Ich darf mal gespannt sein. War das jetzt das Schlusswort oder muss ich jetzt das Schlusswort noch sprechen? Das musst du mal machen. Dann spreche ich jetzt auch das Schlusswort. Wünsche nicht nur euch drei, sondern vor allen Dingen allen denen, die uns jetzt zuschauen, ein glückliches, friedliches Jahr 2024. Bis nächste Woche. Tschüss.